Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Sie oder beziehungsweise wir Sie heute Abend hier zu dieser Ringvorlesung Verantwortung Zukunft begrüßen dürfen. Mein Name ist Katja Specht, ich bin im Präsidium für das Ressort Studium und Lehre verantwortlich und ich freue mich total, dass wir heute so eine besondere Veranstaltung haben, denn ich weiß nicht, inwieweit Sie die Veranstaltung in den letzten Semestern schon verfolgt haben. Vielleicht sind Sie auch heute das erste Mal da, das würde uns auch sehr freuen. Wir haben doch häufig Themen, die eine sehr starke Technikorientierung haben. Ja, Verantwortung Zukunft, Zukunftsthemen, damit verbindet man Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energie und so weiter. Sie haben da ja schon einiges in unserem Programm vielleicht erleben können. Und heute betrachten wir doch einen etwas anderen Aspekt. Das heißt also die Frage, was haben wir eigentlich für Entwicklungen in der Gesellschaft? Was ist eigentlich sozusagen Gesellschaft 4.0? Und was heißt das? Müssen wir uns da irgendwie anders auf die Zukunft vorbereiten? Müssen wir irgendwas verändern oder auch nicht? Und das fanden wir ein sehr spannendes Thema, das wir uns heute Abend aus verschiedenen Perspektiven wieder betrachten wollen. Das ist ja das Grundkonzept der Ringvorlesung. Wir wählen ein Thema und betrachten es aus zwei verschiedenen Perspektiven in einem Tandem-Vortrag. So ein ganz klein bisschen anders läuft es heute insofern, dass eigentlich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema schauen, trifft nicht ganz zu, sondern wir haben erst die wunderbare Gelegenheit von unserem Gast, Frau Heike Leitschuh, einen sozusagen externen Blick auf das Thema zu bekommen. Ich freue mich sehr, liebe Frau Leitschuh, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier bei uns. Und der zweite Teil wird dann so aussehen, dass ich sozusagen das aufgreife, wovon Sie uns berichtet haben, und sagen, was sagen wir eigentlich als Hochschule im Allgemeinen, als THM im Speziellen, wie gehen wir mit dem Thema um? Haben wir da vielleicht die eine oder andere Antwort? Welche Frage sollten wir uns jetzt stellen, daraufhin, was wir gehört haben? Und so wollen wir vorstellen, was wir auch teilweise für ein Selbstverständnis haben. Ja, ich freue mich sehr drauf und wir sehen uns später nochmal. Ich gebe an meinen Kollegen weiter. Ja, vielen Dank, Katja Specht, für die einleitenden Worte. Kannst du ruhig noch einen Moment hier bei uns bleiben. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wunderbar, dass wir so viel Publikum haben. Sie dürfen ruhig auch von hinten ein bisschen näher ranrutschen. Ich hoffe, wir haben auch neben dem Saalpublikum noch ein bisschen Publikum online, weil Sie merken auch hier heute, wir sind wieder live im YouTube-Kanal der THM und wir hoffen auch mal, dass wir einige Fragen nachher von interessierten Zuhörern einfangen können. Es ist inzwischen die 13. Ringvorlesung, die wir organisieren. Mein Name ist Holger Rohn, ich bin im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, so wie Katja Specht ja auch in dem gleichen Fachbereich angesiedelt ist. Wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass das stattfindet, machen die Themenauswahl, machen die Konzeption. Und wir waren dieses Semester schon zweimal in Friedberg, aber jetzt sind wir endlich auch nach Gießen gekommen. Hat die Besonderheit, dass wir in Friedberg dieses Jahr eine Kooperation haben mit dem Bildungsforum und dort den Schwerpunkt Digitalisierung bespielen mit drei eigenen Vorlesungen. Aber wir sind auch zweimal in Gießen. Heute ist das erste Mal, Ende Juni werden wir nochmal in Gießen sein. Insofern ein bisschen erweitertes Programm. Mich freut es auch ganz besonders, dass wir heute Heike Leitschuh hier haben. Wir kennen uns nämlich schon etwa so lange, wie Sie auch zum Thema Nachhaltigkeit und ihrer Moderationstätigkeit unterwegs ist. Gut 25 Jahre ist sie als Moderatorin, Autorin aktiv. Sie hat mehrere Bücher verfasst. Und ihr aktuellstes werden wir heute Abend einige Einblicke hören und wir kennen uns aus verschiedenen Projekten. In der Regel war es so, dass sie Veranstaltungen, wo ich dabei war, selber moderiert hat. Heute drehen wir mal ein bisschen die Rolle um. Insofern ist das ja vielleicht auch ein ganz schöner Anlass. Ansonsten, sie ist noch Herausgeber des Jahrbuchs Ökologie. Sie moderiert Zukunftsdialoge, Dialoge zwischen Zivilgesellschaft und Industrie. Also sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Aber wie gesagt, heute Abend ist sie als Autorin bei uns und ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und damit haben Sie auch das Wort für die nächste halbe Stunde. Vielen Dank, Frau Specht, Herr Rohn. Das muss ich behalten, ja. Dankeschön, lege ich mal dahin. Es ist wirklich schön, hier zu sein, weil üblicherweise kommen zu meinen Vorträgen
kommt eher die Generation 50 plus oder vielleicht manchmal sogar 60 plus, also bei diesem Thema hier. Und bin total gespannt, das jetzt von Ihnen gespiegelt zu kriegen, wie das die junge Generation sieht. Wie komme ich auf die Idee, so ein Buch zu schreiben mit dem Titel Ich zuerst, eine Gesellschaft auf dem Ego-Trip? Zunächst hatte ich eine ganze Reihe von ganz privaten Erfahrungen in meinem täglichen Leben, die sich summiert haben im Laufe der Jahre, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Es fing damit an, dass ich den Eindruck hatte, dass es im Straßenverkehr ruppiger zugeht. Ja, also wir haben ja heute die SUVs, ich selber fahre kein Auto, ich fahre sehr viel Fahrrad. Das ist schon manchmal ein bisschen sehr ruppig, wie es da auf den Straßen zugeht. Aber übrigens nicht nur zwischen Radfahrern und Autofahrern, weit gefehlt, sondern auch die Radfahrer selber sind keine besseren Menschen und haben oft das Gefühl, sie haben einen Helm auf und Schutzkleidung an und damit kann man sich dann überall bewegen, wie es einem passt und muss keine Rücksicht mehr nehmen. Das wäre so der Bereich der Mobilität, wo mir das aufgefallen ist. Oder beim Einkaufen. Sie stehen an der Kasse, vor Ihnen ist jemand am Bezahlen und nimmt aber nicht das Handy vom Ohr. Sagt also zu der Verkäuferin weder guten Tag, noch auf Wiedersehen, noch Danke, noch Bitte. Halte ich persönlich für respektlos. Ist meines Erachtens nicht nur eine Frage von Knicke, sondern eher eine Frage von, wie gehe ich mit anderen Menschen um, die für mich eine Dienstleistung erbringen. Ja? Zeige ich denen eine Wertschätzung für ihre Arbeit oder nicht? Oder nehmen Sie den ganzen Bereich Bahn, ja? Weil ich jetzt auch sehr viel in der Bahn unterwegs bin. Da werden sehr schnell die Ellenbogen ausgefahren, wenn man auf der Platzsuche ist. Da gibt es auch selten Situationen, wo man sich gegenseitig mal hilft und mit dem Gepäck. Die Menschen sind schon bereit zu helfen, aber erst wenn sie angesprochen werden. Also da ist so im öffentlichen Leben, gerade in der Großstadt, ist einiges, finde ich, am Rutschen. Dann kamen als nächstes Meldungen dazu aus den Tageszeitungen. Zum Beispiel, dass es auf den Autobahnen Unfälle gibt, Unfälle mit Toten, die sogenannten Gaffer, die kennen wir auch schon aus früheren Jahrzehnten, das ist nichts Neues, aber neu ist, dass sie inzwischen sehr aktiv die Rettungskräfte behindern. Da gab es einige Fälle, wo man versucht hat, Tote zu filmen und die Feuerwehr und die Polizei konnte sich nicht anders helfen, als die wirklich sehr massiv zurückzudrängen, weil sie die Rettungsarbeiten behindert haben. Das Beispiel, was meines Erachtens fast den Boden ausgeschlagen hat und wo ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich das erzähle, das war Ende 2018 in Bremen. Da hat sich ein offenbar geistesgestörter Mann mit Benzin übergossen. Dann kamen die Rettungskräfte, wollten löschen, wollten ihn retten. Da stand eine Menge von 15 bis 20 Leuten um ihn herum. Die haben körperlich die Rettungskräfte attackiert, weil sie diesen Menschen dabei filmen wollten, wie er stirbt. Ja, weil das ist ja sozusagen was ganz Besonderes, dass man ein YouTube-Video erstellen kann, sagen, ich war dabei, wie einer sich umgebracht hat. Also da ist ein bisschen was im Argen an verschiedenen Stellen und ich habe dann mich gefragt, sind das jetzt nur meine Wahrnehmungen? Also dass ich finde, wir werden unachtsamer miteinander, respektloser, vielleicht sogar unsolidarischer. Unsolidarischer ist für mich deswegen ein großes Thema, weil Holger Rohn hat es gesagt, ich beschäftige mich mit nachhaltiger Entwicklung, also mit einem Gesellschaftskonzept, das darauf basiert letztlich, dass unsere Gesellschaft solidarisch bleibt und empathisch bleibt,
Anders würde das nämlich nicht funktionieren, dass man eine soziale und ökologisch orientierte Gesellschaft aufbaut. Das sind meines Erachtens die Grundprinzipien. Also habe ich gedacht, wenn das meine These stimmen würde, würde es auch für die nachhaltige Entwicklung schwieriger. Wenn man aber eine bestimmte These im Kopf hat oder bestimmte Dinge sieht, dann neigt man dazu, immer nur dasselbe zu sehen. Ja? Dem wollte ich vorbeugen und habe mich auf die Suche gemacht nach Gesprächspartnern, die aus ihren Erfahrungswelten, aus ihren verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen berichten und mir sagen konnten, stimmt das, Frau Leitschuh, oder stimmt es nicht? Ich war beim Sport, ich war bei Kitas, in Schulen, ich habe mit Rettungssanitätern gesprochen, mit Leuten aus dem Krankenhaus, aus den Notaufnahmen, mit Polizisten, mit Feuerwehrleuten, mit Beschäftigten aus dem Versandhandel. Also ganz verschiedene Gesellschaftssegmente mit ganz unterschiedlichen auch eigenen Welten. Und um es kurz zu machen, man hat mir gesagt, wir machen auch diese Erfahrung. Ja? Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel ist es so, dass die inzwischen über 2300 tägliche Angriffe auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr haben. Die Zahl steigt. Das hat ganz viel, also über die Ursachen sage ich gleich noch was, aber das hat ganz viel damit zu tun, dass gerade in diesem in diesem gesellschaftlichen Bereich, wo sich Mobilität, Hektik, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, auch kristallisieren, also wo da sehr viel zusammenkommt, offensichtlich auch die Aggression und die Schwelle sinkt, wenn man unter Druck gerät und Menschen, die von A nach B wollen und die unter Zeitdruck sind, die in der Zeit auch was machen müssen, oft noch arbeiten müssen, die oft auch zerrissen sind zwischen Arbeit und ihrer Familie oder anderen Interessen, dass die dann in der Bahn ganz schnell ausrasten. Und ich habe vor ein paar Jahren, wollte ich schon mal mit, damals war Herr Grube noch der Chef, mit der Bahn darüber sprechen. Da hat man zu mir gesagt, wir haben kein Problem mit unseren Kunden, der Kunde ist König und wir haben das alles im Griff. 5 Jahre später geben sie zu, dass sie es nicht im Griff haben, sondern dass da eine Zeitbombe tickt, weil immer häufiger Menschen, Beschäftigte angegriffen werden und man das inzwischen auch ein Problem hat, als Arbeitgeber, als attraktiver Arbeitgeber, mal ganz abgesehen von den anderen Problemen, die die Bahn hat, die wir ja auch kennen, aber als attraktiver Arbeitgeber, wo man angesehen ist, wo man Respekt auch erfahren kann von den Kunden, dass das so nicht mehr ist. Ja? Und das ist jetzt inzwischen tatsächlich ein Problem. Beim Sport treffen sich auch oft die großen Egos, die Ichlinge, häufiger aber oder weniger auf dem Sportplatz selbst, ja, also da geht es doch meistens noch recht fair zu, aber am Spielfeldrande, ja, insbesondere wenn Jugendliche spielen und Eltern am Spielfeldrand stehen, die sich oft extrem daneben benehmen. In Hessen hatten wir jetzt den Fall, dass jugendliche Schiedsrichter gestreikt haben im letzten Jahr, weil sie viel zu oft beschimpft und angegriffen, angepöbelt werden von Müttern und Vätern, die meinen, sie könnten sich das erlauben am Spielfeldrand. So, von diesen Beispielen gibt es ganz, ganz viele in meinem Buch. Aber ich habe ja nicht so viel Zeit und möchte jetzt was sagen, woher kommt das alles? Meine Hauptthese ist, also wenn es überhaupt denn auch so stimmt, ich bin dann nochmal gespannt, wie gesagt, wie Sie das erleben, an der Uni zum Beispiel oder in Ihrem privaten Umfeld. Meine Hauptthese ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von einem neoliberalen Konzept,
einem Wirtschaftskonzept, das wir schon seit längerem verfolgen. Das basiert auf drei Hauptpfeilern, die auch zugleich Glaubenssätze sind, nämlich je weniger Staat, desto besser, je weniger Regeln, desto besser, je mehr Privates, desto besser und je weniger Sozialausgaben bzw. staatliche Ausgaben, desto besser. Und für wen desto besser? Für die Wirtschaft, dass die Wirtschaft sich frei entfalten kann, dass sie optimale Bedingungen hat und in diesen optimalen Bedingungen dann Wohlstand, Wachstum geschaffen wird und das dann für die gesamte Gesellschaft die Basis ist, auf der wir alle davon profitieren. Leider sieht die Realität etwas anders aus. Ich glaube aber, dass dieses Wirtschaftsmodell und diese Glaubenssätze, die lange Zeit diskutiert wurden, da gibt es ja viele Bücher darüber oder auch viele Diskussionen haben bereits dazu stattgefunden, bisher hauptsächlich sich angeguckt haben, was macht das mit der Wirtschaft, mit der Ökonomie und was macht das mit unserer Sozialpolitik. Aber wir haben nicht hingeguckt, was macht das mit unserer Kultur. Also die Kultur des Miteinanders, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir uns begegnen, als Nachbarn, als Freunde, als Kollegen, aber auch als Fremde. Also im öffentlichen Raum, wo wir alle eigentlich Fremde sind, weil wir uns da nicht kennen und trotzdem uns zueinander verhalten müssen. Und da glaube ich, dass diese Ideologie inzwischen eingesickert ist in unsere Herzen und Hirne. Also dass wir davon nicht unberührt sind und zwar alle miteinander. Ich will jetzt nicht irgendwie in Schwarz-Weiß malen, so von wegen, da gibt es die Guten und da gibt es die Ichlinge und die Egoisten, weit gefehlt. Ich glaube vielmehr, der Riss geht durch uns hindurch. Wir können am Vormittag nette, hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen sein und uns eben am Nachmittag wie die Axt im Walde, sage ich mal, auf der Straße benehmen oder beim Einkaufen oder wo auch immer. Also überall dort, wo wir quasi auf Menschen treffen, die uns vielleicht im Weg sind und die uns dabei stören, das zu tun, das zu machen, was wir gerade vorhaben. Also dieser Wettbewerbsgedanke, den der Neoliberalismus ja ganz stark unterstreicht, nämlich dass alle mit allen im Wettbewerb stehen und dass man sich praktisch von Kindesbeinen an, am besten schon in der Kita, nach der Decke strecken muss, ja, damit man dann im beruflichen Wettbewerb auch gut gerüstet ist. Dieser Wettbewerbsgedanke ist uns inzwischen wie eine zweite Haut fast geworden. Konkurrenz, alle mit allen, alle sind mit allen in Konkurrenz. Das wäre meine erste These und eigentlich hätte ich ja schon längst mal weiterklicken sollen. Aber eigentlich brauchen wir das auch gar nicht, weil sie sollen mir ja zuhören. Aber ich mache jetzt trotzdem mal den Befund hatten wir, die Empirie hatten wir. So, das war die erste Ursache. Und die zweite These, hoppla, das war zu schnell. Die zweite These ist die, dass wir, weil der Wettbewerb und der Konkurrenzgedanke so dominierend ist und weil wir in einer Welt leben, globalisiert, wo wir in Echtzeit jeden Tag, stündlich, minütlich, wie wir es wollen, Informationen aus aller Welt bekommen können, die wir aber auch verarbeiten müssen und die uns ganz oft auch ängstigen. Ja, da passieren Dinge weit weg und trotzdem haben wir das Gefühl, eigentlich ist diese Welt klein geworden, weil wir wissen nicht genau, was davon uns tangiert, was Auswirkungen hat möglicherweise auf unsere Gesellschaft, auf unser ganz eigenes kleines Leben. Und diese Verunsicherung und diese Ängste, nicht bestehen zu können, nicht zu wissen, was das morgen bringt, nicht genau zu wissen, ob wir gut gerüstet sind. Wir reden ja auch von lebenslangem Lernen, das ist alles schön und gut.
Aber letztlich steigt die Anforderung an uns enorm. Ja? Also in jedem Alter muss man immer noch sehen, dass man mithalten kann mit der Technik, mit den Informationen, mit den Anforderungen. Und ich glaube, dass Angst dazu führt, dass auch die Frustrationstoleranz sinkt und dass Aggressionen steigen. Das ist meines Erachtens die Folge davon. Meine dritte These, Entschuldigung, hätte ich vorher mal üben sollen, gell? Meine dritte These ist, und da sind Sie als junge Menschen für mich jetzt tatsächlich nochmal ganz interessante Gesprächspartner, diese Omnipotenz der neuen Medien. Also sie gehen irgendwo lang, überall, nicht nur jeder Zweite, also fast schon jeder von uns ist beschäftigt mit dem Smartphone, mit dem Tablet, hat Kopfhörer auf dem Kopf, ist einfach eingefangen offensichtlich in dieser medialen Welt, die ist faszinierend und leider scheinbar sogar oft faszinierender als der Mensch, der uns gegenüber sitzt. Inzwischen sitzen sich ja schon Liebespaare im Restaurant gegenüber und anstatt sich tief in die Augen zu gucken, hat jeder sein Smartphone vor sich und ich weiß nicht, was sie da machen, aber sie reden nicht miteinander. Ja? Also da passiert auch was auf der Ebene der Kommunikation bedeutsam ist, aber auch auf der Ebene von Achtsamkeit, also wenn ich und Empathie. Wenn ich permanent damit beschäftigt bin, Informationen abzurufen oder Nachrichten abzusenden, habe ich ganz zwangsläufig nicht mehr den Blick für das, was um mich herum passiert. Und da würde ich auch gerne mal von Ihnen hören, was Sie glauben, welche kulturellen Auswirkungen das hat auf das Miteinander. Und meine vierte und letzte These, und das ist eine sehr politische, das bezieht sich nämlich darauf, was haben wir eigentlich für Vorbilder? Was hören wir, was lesen wir jeden Tag in der Zeitung über die sogenannten Eliten, die in der Wirtschaft und in der Politik das Sagen haben. Und da ist es leider so, es gibt auch viele positive Beispiele, es gibt immer viele positive Beispiele, aber das Prägende ist, dass wir lesen von Führungskräften, die keine Steuern zahlen, die ihre Steuern also ihre Einkünfte verstecken, die sogenannten Paradise Papers, haben Sie alle sicherlich von gehört. Da stehen Hunderte von Namen drauf, auch von Leuten, die wir eigentlich schätzen oder geschätzt haben vorher. Also selbst der Leadsänger von U2, Bono, den ich immer toll fand, ja, stand auf dieser Liste, war sich auch nicht zu blöd, als Millionär Geld irgendwo hinzuschaffen, wo man keine oder kaum Steuern bezahlen muss. Also da sind viele Menschen zugange inzwischen, die uns eigentlich signalisieren sollten, wir haben eine Verantwortung, ja, weil wir Geld haben oder weil wir politische Ämter haben, die aber immer wieder zeigen, dass sie mit dieser Verantwortung offensichtlich nicht gut umgehen, ja, sondern eher ihr eigenes Interesse in Vordergrund stellen. Und da glaube ich, dass diese Regelverletzung, die wir da erleben im politischen Kontext auf der großen Bühne, dass die sich auch in unseren Alltag einschleicht. Dass Menschen inzwischen sagen, also wenn Herr Macron oder Herr Trump oder wie sie alle heißen, auch hier in Deutschland, sich nicht an die Gepflogenheiten halten. Macron habe ich jetzt deswegen erwähnt, wird Sie vielleicht wundern, er tritt ja auch sehr sauber auf, war sich aber auch nicht zu blöd, mit seiner Gattin für mehrere Millionen sich einen Swimmingpool an der Côte d'Azur bauen zu lassen, für private Zwecke mit Steuergeldern, und war sich auch nicht zu schade, neues Geschirr für den Élysée anzuschaffen für eine schlappe Million Euro.
finde ich, sind keine Lappalien. Ja? Das sind keine Petitessen, über die man mal so hinweggehen kann. Das zeigt schon auch was über das Verhältnis der Eliten zu ihrem Volk. Und wenn sowas sich häuft, und es häuft sich leider, dann sagen sich eben auch Lisa Müller und Otto Schulz, warum soll ich mich dann an Regeln halten im Straßenverkehr, in der Schule, bis hin eben zur Frage der Steuerehrlichkeit. Es gibt aber auch noch Positives zu vermelden, ganz wichtig. Ja? Also ich habe kein kulturpessimistisches Buch geschrieben. Ich benenne vieles, von dem ich meine, da ist was, ein Wandel im Gange, da müssen wir hinschauen. Das dürfen wir nicht übersehen. Das könnte uns ganz, ganz enorm auf die Füße fallen oder vor die Füße fallen, wenn wir das nicht beachten. Ich sehe aber, will aber zugleich auch hinschauen, wo gibt es die Gegentrends? Ja? Weil zu jedem negativen Trend gibt es auch einen positiven Trend. Und den zu kennen, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, weil man dann nämlich weiß, wo man ansetzen kann, um umzusteuern. Und ich glaube eben, dass wir eher statt Egoisten eher unachtsame, gestresste Persönlichkeiten sind und dass Empathie und Solidarität nach wie vor vorhanden ist. Dafür gibt es extrem viele Beispiele, angefangen von der Spendenbereitschaft der Deutschen über das Engagement im Ehrenamt. Was ich aber, das sind so die harten Zahlen, die man nachlesen kann. Was ich aber ehrlich gesagt viel wichtiger finde, das ist das, was die jüngere Generation und nicht nur die im Verborgenen macht und was es nicht in die Schlagzeilen der großen Zeitungen und Medien schafft. Und das sind die vielen Projekte und Initiativen, die dabei sind, Alternativen zu leben, andere Lebensformen, solidarische Gemeinschaften, in denen man lebt, andere Wohnformen zwischen Jung und Alt, generationenübergreifend. Oder dieses allseits bekannte Urban Gardening, was ja auch mehr ist als nur wir machen was für die Bienen in der Stadt. Das sind ja auch Projekte, die einen Charakter haben des Miteinanders. Und. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Viele Pflänzchen, die da sprießen und von denen ich meine, dass sie es wert wären, auch von der Politik stärker unterstützt zu werden, weil da entwickeln sich meines Erachtens auch in den Nischen entwickeln sich die Dinge, die von Bedeutung sind, wenn das große kapitalistische System an seine Grenzen gerät. Und dass es an seine Grenzen geraten wird, davon bin ich sehr überzeugt. Nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und ökologisch. Und dann brauchen wir Dinge, die anders, also die ein anderes Arbeiten, ein anderes Leben möglich machen. Das habe ich schon gesagt. Und eben, also ich muss sagen, die Generation Y, also das sind, glaube ich, die noch ein bisschen älter sind als Sie, denen man ja oft nachgesagt hat, sie seien so materialistisch und so hedonistisch, ist viel besser als ihr Ruf. Also da passiert einiges. Und vor allen Dingen gibt es da auch einen sehr starken Trend zur Konsum. Verzicht ist, will ich jetzt nicht sagen, aber der Konsum, also der Besitz, das Haben ist für viele in dieser Generation nicht mehr so wichtig, sondern eher das Sein. So, was muss passieren? Erstmal im Kleinen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, genau hinzuschauen. Auch im öffentlichen Raum, also sich auch einzumischen, Zivilcourage zu zeigen,
wenn Menschen zum Beispiel angegriffen werden oder auch einfach nur, wenn Menschen Hilfe brauchen. Ja? Also wirklich zu gucken, wo bin ich eigentlich und welche Rolle kann ich spielen. Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen, mal genauer hingucken. Was habe ich alles zu Hause? Was brauche ich wirklich? Brauche ich diesen ganzen Konsum? Gibt es ein Menschenrecht auf Kreuzfahrten? Ich würde sagen, nein. Gibt es ein Menschenrecht auf ein SUV? Ich würde genauso sagen, nein. Das sind meines Erachtens Dinge, die eigentlich nicht in diese Welt passen, weil sie von einer Gigantonomie getrieben sind, die uns absolut nicht gut tut. Ich glaube, wir brauchen ein Augenmerk für unsere Kinder, aber nicht, indem wir denen dauernd nur sagen, was sie alles lernen müssen, sondern vor allen Dingen auch ihre soziale, ihre kulturelle Stabilität zu schärfen und zu stärken und sie zu empathischen, solidarischen Menschen zu erziehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Regeln zu haben, die man auch einhält und die auch überprüft werden. Und eine Gesellschaft ohne Regeln heißt immer, dass die Starken sich durchsetzen. Und für die Schwachen ist es ganz blöd. Schwache brauchen Regeln, an die sich andere auch und wir alle uns halten müssen. Und es geht um Grenzen. Es geht auch um Grenzen für den Überfluss, für den Konsum und für die Machbarkeit dessen, was alles auch wissenschaftlich und technisch möglich ist. Ist ja an so einer Hochschule auch nochmal ein spannendes Thema. Welche Verantwortung sehen Sie eigentlich für sich in Ihrem Bereich mit der Technik? Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass wir von der Politik erwarten sollten, dass sie diese Zusammenhänge, also diese Auswirkungen der neoliberalen Denke auf die Kultur unserer Gesellschaft sich mal genauer anguckt und da eingreift mit anderen Vorgaben, mit anderen Prämissen. Ich glaube, wir brauchen neue Vorbilder in Politik und Wirtschaft. Die gibt es auch. Kann ich jetzt auf die Schnelle nichts dazu sagen. Vielleicht habe ich nachher noch mal Gelegenheit. Ich glaube, dass wir die Nachhaltigkeit als Konzeption in den Mittelpunkt rücken sollten für unsere Debatten, als welche Alternativen wir auch sehen. Und ich glaube, dass wir auch eine attraktive Vision für die ganze Gesellschaft schaffen sollten. Für mich persönlich ist das Konzept der Nachhaltigkeit so eine attraktive Vision, aber es würde ja eigentlich schon reichen, wenn wir überhaupt eine Vision hätten, die was anderes sagt als Wachstum, Wachstum, Wachstum und von allem immer mehr und höher und weiter, sondern wirklich eine Vision, die sich auf das solidarische, das friedliche, das faire und offene Zusammenleben bezieht. Da müsste Politik liefern, meines Erachtens. Ja, und damit wäre ich am Ende und ich hoffe, ich habe die Zeit eingehalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, ich übernehme das Staffelholz sozusagen und ich lade Sie gerne ein, mit bei mir sitzen zu bleiben. Wir wollen vom Format her jetzt eigentlich so eine Art Gesprächsrunde, wenn ich das kurz übernehmen darf, danke, so als lockere Gesprächsrunde das weiter fortführen, zu der ich sozusagen die Einführung mache. Also ich danke Ihnen natürlich erstmal für den spannenden Beitrag. Ich glaube, jeder von uns hätte eine eigene Geschichte zu erzählen und man hat so ein Bauchgefühl und so einen Eindruck. Und ich finde das natürlich hochspannend, dass Sie gesagt haben, also jetzt will ich es mir mal richtig anschauen. Ja, jetzt will ich mir mal doch versuchen, einen breiten Überblick über dieses Thema zu verschaffen und in Form dieser Thesen dann auch zu betrachten. Und ich glaube, das war für uns dann jetzt heute nochmal ein spannender Blick über die eigene Lebenserfahrung hinaus. Was ich persönlich besonders schön fand, war, dass so dieses Positive, dann, dass das nicht so eine Weltuntergangsstimmung, das ist alles so furchtbar schlecht, sondern nee, was ist denn positiv und wo können wir ansetzen? Und da fragen wir uns als Hochschule natürlich, und ich sehe uns so ein bisschen zwischen diesem
Sie haben die letzten zwei Folien überschrieben mit, was können wir tun im Kleinen, was können wir tun im Großen. Und wir sind vielleicht so ein bisschen dazwischen, so sehe ich das. Also neben dem, dass jeder von uns natürlich auch was im Kleinen tun soll. Aber was hat denn die Hochschule da für eine Stellung dazwischen? Was können wir vielleicht dazu beitragen? Was ist so der Auftrag, den wir auch haben? Und das wollen wir uns heute näher anschauen mit verschiedenen studentischen Initiativen. Sie hatten eben davon gesprochen, dass es häufig die kleinen Initiativen sind, die so Positives bewirken können und die man unterstützen soll. Und das haben wir uns als THM besonders auf die Fahnen geschrieben. Und das wollen wir gerne berichten heute. Natürlich nicht nur positiv, auch da ist vielleicht auch was Kritisches zu sehen. Also wir wollen jetzt tatsächlich in den Diskurs gehen. Und deshalb sehen Sie, haben wir hier auch so eine kleine Diskussionsrunde aufgebaut. Die ist ganz offen in Ihre Richtung, um dann natürlich auch dazu einzuladen, mit uns gemeinsam zu diskutieren. Ich habe so einen kleinen Teil vorweg, wo ich sage, ich möchte das so ein bisschen einordnen, dieses Konzept der studentischen Werkstätten, wie wir sie nennen. Möchte voranstellen, sozusagen, wenn ich so vom Großen zum Kleineren runtergehe in der Darstellung. Also zum einen ist es bemerkenswert, dass bei der letzten Überarbeitung unseres Hochschulgesetzes tatsächlich der Paragraph 13 des HHG überarbeitet wurde. Das ist nämlich genau der Paragraph, wo drin steht, was sind denn eigentlich die Ziele, die die hessischen Hochschulen im Kontext Studium und Lehre haben sollten. Also warum sollen wir das überhaupt alles machen? Und da ist tatsächlich ein Nebensatz ergänzt worden, dass nämlich wir mit Studium und Lehre auch das soziale Engagement fördern und die Persönlichkeitsentwicklung fördern sollen. Das ist etwas, was ganz explizit jetzt so mit aufgenommen wurde. Gut, nun kann man sagen, naja, das steht da drin in so einem Gesetz. Aber ich finde, es ist halt ein Zeichen, wenn es darum geht, Vorbilder und irgendwie Botschaften zu vermitteln. Und diese Botschaft haben wir ernst genommen und haben auch versucht, das entsprechend für uns weiterzudenken. Wir haben im vergangenen Jahr unser Selbstverständnis in der Hochschule kräftig diskutiert, haben in diesem Zuge unser Leitbild überarbeitet und da sehen Sie zum einen, dass wir das Thema Hochschulkultur da herausstellen und sagen, also bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und wir wollen eine Hochschulkultur pflegen. Das ist was die THM im Übrigen nicht erst seit kurzem jetzt so aufgenommen hat, sondern was schon immer etwas war, wofür diese Hochschule gestanden hat. Wir haben aber jetzt in der Folge gesagt, wir möchten da ein ganz klein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar möchten wir die doch recht allgemeinen Themen des Leitbildes in Leitsätzen konkretisieren. Und das haben wir in insgesamt 12 Leitsätzen getan. Und da sind einige dabei, wo dann doch der Bezug zu unserem heutigen Thema gut gegeben ist. Und die will ich an der Stelle kurz zeigen. Es sind 3, um es vorwegzunehmen. Und wie Sie sehen, das erste Thema, unser Leitsatz 1, ist das Thema Unabhängigkeit und Verantwortung. Und da steht es im Begriff schon drin. Ich werde es jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, sondern Sie sind fleißig schon am Lesen. Das freut mich auch, weil auf diese Art und Weise tragen wir auch dazu bei, dass sich diese Leitplanken noch mehr, diese Leitsätze noch mehr etablieren. Und da haben wir also ganz besonders herausgestellt, dass wir sagen, ja, gesellschaftliche Verantwortung, Verantwortung für die Zukunft, für unsere Reihe auch hier heißt, das ist etwas, was wir als Leitplanke unseres Tuns sehen wollen. Denn wofür sind die Leitsätze da? Es sind keine Ziele, die man jetzt hart messen kann, sondern wir verstehen das als Leitplanken, die sozusagen unserem Tun einen bestimmten Rahmen geben sollen. Und ich versuche schon für meinen Bereich und wer in meinen Ausschüssen beispielsweise mit dabei ist, ich stelle schon immer zu Beginn den Bezug her zu dem, was haben wir eigentlich in den Leitsätzen und wie müssen wir das jetzt in der Logik auch fortführen. Darüber hinaus, das, was eben als Stichwort im Leitbild auftauchte, die Hochschulkultur, die wir hier nochmal genauer beschrieben haben. Und ich will das jetzt nicht zu weit fortführen, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich sagte das eben schon im Bereich des Hochschulgesetzes, ist dieser Begriff gefallen. Wir haben versucht, das noch ein wenig auszuführen. Und Sie sehen, dass dort mittig der Begriff der studentischen Initiative genannt ist.
Wir nennen das häufig auch studentische Werkstätten. Wir haben aber gelernt, dass die Initiative vielleicht doch der treffendere Begriff ist, weil, wie wir heute Abend sehen werden, bei uns heißt studentische Werkstatt eben nicht, dass man immer nur, manchmal ist das so, wirklich in der Werkstatt steht und es wird an einem Objekt gedreht, geschraubt und was auch immer. Sondern bei uns sind studentische Werkstätten auch welche, wo es entweder vielleicht ein TV-Studio ist. Ich weise bei der Stelle schon mal darauf hin, dass diejenigen, die hier freundlicherweise dafür sorgen, dass das, was wir hier sagen, jetzt auch nachhaltig ist und tatsächlich auch in die Gesellschaft und in die Hochschule getragen wird, dass das so gelingt. Das ist eine studentische Initiative, die jetzt hier beispielsweise stehen, wovon wir auch später noch ein bisschen mehr hören werden. Das ist, heißt auch studentische Werkstatt, genauso wie diejenigen, die vielleicht am Computer sitzen und da andere Themen bedienen. Was die Besonderheit ist, und da bin ich schon stolz drauf, ist, dass wir als THM in unseren Leitsätzen, also im Selbstverständnis, ganz explizit hier sagen, genau solche Initiativen wollen wir fördern. Also wir wollen diese kleinen Pflänzchen unterstützen und wir sehen das tatsächlich als etwas, was uns als Hochschule ausmacht. Wer in verschiedenen Antragsverfahren und Entscheidungsgremien dabei sitzt, weiß auch, dass wir da immer sehr wohlwollend sind und versuchen zu unterstützen, wo auch immer es geht. Und hier hat sich das an der Stelle mal so ganz explizit auch geäußert. Ja, nun habe ich viel davon gesprochen, von den studentischen Werkstätten. Ich habe mal einen Überblick von all den Initiativen genannt, die sich entweder schon eine geraume Zeit bei uns etabliert haben oder auch gerade im Entstehen sind. Da haben wir auch ein Beispiel dabei. Und Sie sehen, das ist eine ganze Menge. Wir haben von diesen insgesamt 8 dort, haben wir heute Vertreter aus 4 dieser studentischen Initiativen gleich hier bei uns sitzen, die dann auch selber am besten darüber berichten können, was sie da eigentlich tun. Und die Auswahl haben wir getroffen anhand, vielleicht dessen, was ist schon sehr bekannt. Also das Stichwort Motorsport, ist, glaube ich, die Initiative, die den größten Bekanntheitsgrad hat. Und die haben auch so schöne Bilder, die sie zeigen können. Haben wir die mal eingeladen. Dann natürlich Labor 10, klar, weil das sind diejenigen, die das heute unterstützen. Dann sollen sie auch die Gelegenheit haben, mehr über ihre Initiative zu sagen. Und darüber hinaus haben wir noch das Crowdsourcing-Team. Jetzt kann jeder mal überlegen, was das wohl bedeutet. Die verraten es Ihnen nachher. Und das Spannende ist, dass im Grunde genommen dort aus einer Projektförderung heraus jetzt so eine studentische Initiative erst entsteht. Und warum? Das trifft unser Thema heute ziemlich genau. Das war sozusagen die Motivation zu sagen, also ausgewählte Initiativen stellen wir vor. Und zu den anderen möchte ich nur ganz kurz andeuten, worum es geht. Zum einen Studentenwerkstatt Game. So, jetzt hat man vielleicht schnell das Videospiel oder sonstiges Computerspiel vor Augen. Das Ganze ist hier sehr viel weiter gefasst, wenngleich das natürlich dort auch eine Rolle spielt. Sondern es ist die Frage, wie kann man denn über Gamification, also sprich so den Spieltrieb im Menschen irgendwie in Gang setzen, wie kann man darüber Menschen bewegen, irgendwas zu tun? Und ich sag mal für meinen Bereich, wenn wir über Gamification Studierende dazu kriegen, dass sie sowohl lieber wie auch nachhaltiger lernen, dann freue ich mich. Und genauso gibt es ja ganz viele Anlässe, wo man Menschen zu tun bewegen möchte. Und da haben die sozusagen mit ihrer Initiative die Möglichkeit, in die Hochschule weiter rein zu agieren. Mammut ist ein Projekt, wo es darum geht, große mobile Roboter zu basteln, sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Und beispielsweise wurde kürzlich die Fragestellung bearbeitet, mit welchem autonomen, großen, mobilen Roboter kann ich denn Bepflanzungen in Wüstengebieten vollautomatisch durchführen? So viel zum Thema soziales Engagement. Und die haben sogar mittlerweile sich so gut etabliert, dass wir kürzlich den großen Vorentscheid für den Europawettbewerb in dieser Kategorie ausrichten durften. Ja, die letzten beiden Initiativen, die ich dort aufgeführt habe, das sind beides Initiativen am Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik mit dem oberen Feld, also eCampus und dieses Connect and Code. Das sind Initiativen, die momentan, so wie ich gehört habe, etwas ruhig unterwegs sind, nämlich zu sagen, so ein bisschen eingeschlafen, also deshalb mache ich ein bisschen Werbung dafür. Da geht es um Softwareentwicklung in verschiedenen
verschiedener Art und Weise und bei eCampus ganz besonders darum, Produkte zu entwickeln, die unseren eigenen Campus, unser eigenes Hochschulleben bereichern. In der letzte Kasten, FSMNI, steht für die Fachschaft. Das ist eine Initiative der Fachschaft, die jährlich ein Hackaday ausrichten, eine Vortragsreihe, wo sowohl Studierende vortragen, wie aber auch Unternehmensvertreter, mit dem Ziel, möglichst viele Studierende irgendwie zu bewegen, zu ermutigen, sich auf den Weg zu machen, vielleicht auch eigene Projekte auch zu machen. Ja, das soll so einen kleinen Überblick geben. Und bevor ich jetzt gleich mich freue, dass ich die Akteure oder teilweise Akteure in diesen Werkstätten hier begrüßen kann, möchte ich noch ergänzen, dass darüber hinaus wir natürlich auch in unseren ganzen Gremien sehr darauf angewiesen sind, dass Studierende mitarbeiten. Und dass unsere Fachschaften, gerade momentan merke ich so, da ist so ein Ruck, das freut mich total. Das ist eher so, dass ich merke, die rotten sich gerade zusammen und die sagen, hier, wir haben Probleme, die müssen wir gemeinsam angehen. Da ist wirklich sehr viel, man muss betonen, außerkurrikulares Engagement. Das ist kein Pflichtprogramm, wofür sie was bekommen, sondern das ist eben alles on top. Und darüber hinaus, Stichwort Spenden, wird auch von ASTA und Fachschaften gespendet an Geflüchtete, die bei uns den Übergang zur Hochschule beispielsweise bewerkstelligen müssen. Oder wir haben ein Modul gemeinsam mit Studierenden kreiert, wo es darum geht, sozusagen Change-Management-Prozess zu unterstützen, also Veränderungsprozesse steuern. Weil wir möchten gern denjenigen, die bei uns in den Gremien arbeiten, auch eine Grundlage geben und sie auch unterstützen, sie befähigen dazu, was heißt es, Veränderungsprozesse zu begleiten und Studierende zu aktivieren. Und ganz zum Schluss bleibt mir all denen zu danken, die das alles on top auch begleiten. Denn nicht nur die Studierenden machen das außerhalb ihrer curricularen Verpflichtungen, die, wie Sie es beschrieben haben, Zeitraum sind, viel Stress mit sich bringt, auch Ängste vielleicht auslöst. Und darüber hinaus sich dort zu engagieren, gilt sowohl für die Studierenden wie auch für die Beschäftigten an der THM, weil jede dieser Werkstätten hat, das ist unsere einzige Bedingung sozusagen von Seiten des Präsidiums, immer jemand Hauptamtliches an der Seite, die sich um die Studierenden und das Thema kümmern. Und dafür möchte ich an der Stelle all denjenigen wirklich ein herzliches Dankeschön aussprechen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, und damit haben Sie hoffentlich, ich glaube, das war das dann, genau, damit haben Sie einen kleinen Einblick bekommen, dass wir versuchen, dieses Thema irgendwie wirklich in unserem Selbstverständnis zu verankern. Studentische Initiativen, das ist so ein profilbildendes Element, da wollen wir hin. Wir wollen, dass die THM dafür steht, dass hier Studierende aktiv sein dürfen. Und jetzt wollen wir diejenigen auch bitten, dass sie selber was sagen, weil die können das viel besser erzählen, als ich das kann. Also ich freue mich, wenn Sie raufkommen zu uns und sich hier Ihr Plätzchen suchen. Während die kommen, kann ich Ihnen berichten, was wir abgesprochen haben. Also ich habe Studentin, ich habe nochmal gesagt, ich fände es auch mal toll, wenn auch eine der Studentinnen, wo es auch eine große Anzahl gibt, die in diesen Initiativen unterwegs sind, das Bild täuscht jetzt ein bisschen, aber das war wohl zeitlich irgendwie so, dass das heute nicht so passte. Aber es gibt viele Studentinnen, die auch in den Initiativen unterwegs sind. Wir haben vereinbart, dass ich die Studierenden zunächst erstmal kurz vorstellen. Das hat das jetzt beschleunigt, als wenn ich jeden Einzelnen jetzt noch vorstelle. Sie können das viel besser. Dass Sie ganz kurz berichten, was machen die eigentlich, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Und wir gehen dann hinterher gemeinsam in die Diskussion und stellen ein paar Fragen dazu. Ja, wollen wir das so machen? Gut, wer beginnt? Ja, derjenige, der jetzt gerade hier mit dem iPad noch sitzt und die Saalbeschallung nebenbei noch von der Bühne machen muss und einen Vortrag halten muss. Nein, mein Name ist Lorian Diehl. Ich bin 22 Jahre alt, studiere in Friedberg Medieninformatik, bin mittlerweile im 6. Semester. Mein Studium nähert sich dem Ende. Ich bin vom Labor 10. Was ist das Labor 10? Habe ich auch am Anfang nicht gewusst, dass das unter den Fachbereich fällt oder dass es unter diese studentische Werkstatt fällt. Aber ich hatte tatsächlich mit dem Labor 10 zu tun, bevor ich überhaupt hier angefangen habe zu studieren. Vor meiner Zeit als Student war ich Musiker,
deutschlandweit auch unterwegs und wir wurden eingeladen, dann hier bei EdCampus zu spielen. Und ja, EdCampus, was ist das überhaupt? Ja, das ist ein Livestream-Konzert aus der Technischen Hochschule in Friedberg. Und ja, wir wurden dann da eingeladen, haben das Konzert gespielt und haben im Anschluss sogar noch eine Führung bekommen durch das Medienlabor oben. Und dann habe ich die Pläne, erfolgreicher Musiker zu werden, habe ich dann beiseite gelegt. Die Ambitionen, Arzt zu werden, waren zwar immer noch da, aber okay, das Abitur hat leider nicht ganz gereicht. 1-0 ist es dann doch nicht geworden. Und dann habe ich gesagt, dann studiere ich Medieninformatik. Und habe dann in Friedberg angefangen, 2016, in Friedberg Medieninformatik zu studieren und bin jetzt seit einem Jahr erst tatsächlich aktiv im Labor 10 aktiv. Ich habe es eben erwähnt, EdCampus. EdCampus ist eines der ältesten Projekte von Labor 10 und ist auch das, warum es Labor 10 überhaupt gibt. Es hat angefangen mit, okay, wir setzen uns mal zusammen, wir grillen ein bisschen, wir schwatzen ein bisschen und wir untermalen das Ganze mit Musik. Da wurde dann eine Band eingeladen nach Friedberg, damals noch draußen, da ging das noch. Irgendwann haben sich dann die Nachbarn beschwert, dann mussten wir nach drinnen gehen, aber die ersten Sachen waren draußen. Musik zu machen und das halt auch aufzuzeichnen und ins Internet zu übertragen. Und diese EdCampus-Reihe, die gibt es bis heute noch, die ist jetzt immer größer geworden. Die ist mittlerweile auch Teil des Lehrprogramms, des Fachs Audiovisuelle Medien 1, Studioproduktion. Also das sind jetzt nicht nur eine Band, die da einen Tag lang spielt, sondern das sind mittlerweile 4 Tage lang 4 Bands. Nee, letztes Mal waren es 8 Bands, diesen Sommer sind 6 Bands. Also ist es gewachsen und das alles aus einer studentischen Initiative heraus. Neben dem EdCampus machen wir nicht nur die Live-Übertragung von Musik ins Internet, sondern wie auch eben schon angesprochen, die Ringvorlesung hier. Die erste Übertragung ins Internet allerdings, Live-Übertragung ins Internet außerhalb jetzt von dem Labor 10, war die Zusammenarbeit mit der studentischen Werkstatt Games, die ihre Games-Couch-Konferenz ins Internet übertragen wollten. Und man sieht es auf dem linken Bild, es gleicht ein wenig der Mondlandung. Ich habe auch mal geguckt, die Technik, die da benutzt wurde, die ist gar nicht so viel jünger als die letzte Mondlandung. Die letzte Mondlandung war 1972, das ist Technik aus den 80er Jahren, also kommt in etwa hin. Das war die erste Übertragung 2015, das war auch tatsächlich hier aus dem Roxy, da war die Technik noch hinter der Bühne aufgebaut. Mittlerweile sind wir da ein bisschen moderner geworden, mittlerweile übertragen wir in HD. Und rechts auf dem Bild sieht man dann die letzte Übertragung aus Bad Nauheim, genau. Dann dieses Wintersemester hat das angefangen, glaube ich, mit der Übertragung der Ringvorlesung. Waren auch so meine ersten Outside-Projekte neben der Gamescouch-Konferenz, die Übertragung der Ringvorlesung. Auch das wird von Studenten am Laufen gehalten, technisch. Wir werden unterstützt dabei von den Gebrüdern Rupp und auch von Sebastian Vogt, die uns dann mit Fachwissen bei Fragen zur Seite stehen. Und im Wintersemester ist das immer mehr geworden. Also ich habe im letzten Jahr eine Ringvorlesung, glaube ich, begleitet. Das war noch eine zweite, die wir, glaube ich, im Winter noch gemacht haben. Und jetzt ist das schon die vierte. Wir sind mittlerweile 14-tägig unterwegs, also alle 14 Tage eine Produktion. Deswegen ist auch heute das Personal ein bisschen knapp. Deswegen muss ich jetzt hier sitzen, sprechen und den Ton machen, weil wir dann doch für heute keinen zusätzlichen Tontechniker hatten. Wir machen allerdings nicht nur diese ganzen Live-Übertragungen, wo man uns vielleicht noch am ehesten herkennt, sondern wir machen auch Filmproduktionen. Sprich, wir filmen etwas und wir machen das in der Postproduktion, schneiden wir das zusammen. Das können sein Imagefilme. Wir haben jetzt das letzte Projekt, was auch ich begleitet habe mit Studenten, war der Imagefilm für die Hochschulinformationstage der THM und der JLU. Da haben wir so ein Aftermovie erstellt. Oder für die Photovoltaikanlage, die auf dem Dach der THM in Friedberg installiert wurde. Auch das haben wir filmisch dokumentiert. Aber auch beispielsweise die, ich glaube, 1250-Jahrfeier der Gemeinde Ockstadt haben wir audiovisuell festgehalten und denen so eine Art Dokumentarfilm
Dokumentarfilm erstellt. Also es ist sehr vielseitig. Wir sind auch gar kein festes Team, wo man jetzt sagt, also wo man auch erstmal sich reinfinden muss, sondern es ist immer von Projekt zu Projekt, kommen neue Studenten dazu, alte Studenten oder Studenten, die schon länger dabei sind, helfen mit. Und es ist doch eine sehr abwechslungsreiche und auch sehr anspruchsvolle Arbeit, weil jedes Projekt doch ein bisschen anders ist. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, der irgendwie mit Medienproduktion oder Interesse an Medienproduktion hat, mal vorbeizuschauen und mal zu gucken, was wir so machen. Wir sind in Friedberg oben im B1, im dritten Stock oben in der Redaktion. Ist eigentlich immer jemand von uns zu finden. Dankeschön. Wir haben übrigens auch den Leitsatz Praxisorientierung. Wie Sie sehen, das ist dann gilt für alle tatsächlich angewendetes Wissen an der Stelle. Dankeschön. Ja, mein Name ist Marcel Mehlmann. Ich bin aus dem KIM Crowdsourcing Team. Und wer das noch nicht kennt, dem sei so viel gesagt, dass wir ein relativ neues Projekt sind. Wir sind nämlich daraus entstanden, dass das KIM-Projekt, also dieses Förderungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in die zweite Runde gegangen ist und die dort eben gesagt haben, dass in diesem Projekt auch Raum gegeben werden soll, um zu untersuchen, wie man es schaffen kann, quasi das Wissen, die Erfahrung, das Know-how, was ja jeder von uns so eigentlich mit sich trägt, was aber nicht so direkt aus uns rauskommt, weil es halt nicht direkt irgendwo abgefragt wird oder vielleicht auch direkt für den Hochschulalltag relevant ist. Wie kann man da drankommen? Ja, wie kann man die Hochschule da in den Kontakt mit den Studierenden bringen, sodass letztlich beide Seiten von diesem Wissen, was wir als Studierende haben, aber auch eben von dem Wissen, was die Hochschule hat, was auch für uns Studierende manchmal nicht so öffentlich sichtbar ist, wie können da beide Seiten einfach miteinander ins Gespräch kommen und wie können die miteinander davon profitieren? Und die Idee war es dann, dass wir zum einen eben gucken, wie kann man das so konzeptionell irgendwie machen, aber eben auch zum anderen, wie kann man das ganz konkret umsetzen. Und unsere Idee war es dann, zusammen mit ja eigentlich 2,5 Mitarbeitern, weil einer davon eben auch noch Student jetzt im Master ist, ein Team auf die Beine zu stellen, was sich eben damit auseinandersetzt, eine App zu entwickeln, um den Studierenden genau diese Möglichkeit zu geben. Das ist ein Aspekt von dem Crowdsourcing, denn der andere Aspekt, der gleichzeitig auch noch eben damit eine Rolle spielt, ist, okay, man hat jetzt engagierte Studierende und wenn man das jetzt so ein bisschen auf dem Bild sieht, wir haben ganz viele verschiedene Bereiche, die alle irgendwo so ihre Arbeit da leisten. Und die wichtige Frage ist ja jetzt, wie hält man da auch die Studierenden wirklich am Projekt? Ja, also das ist keine leichte Aufgabe, wir sind ungefähr 26 Leute. Plus, minus, weil die einen dann mal irgendwie sich eine Auszeit nehmen, um ihre Abschlussarbeiten zu schreiben, andere irgendwo in ein Praktikum gehen. Aber die Frage bleibt eben, wie schaffen wir das, diese Leute wirklich auch zusammenzuhalten und auch zu motivieren, da eben weiter mitzuarbeiten. Und was wir dann eben da im Zuge unserer Arbeit auch so ein Stück evaluieren, ist dieser Ansatz auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist ja so ein Aspekt, der schnell so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Da hat man dann immer diese hierarchischen Strukturen. Auf der einen Seite eben die Mitarbeiter, die ja hier auch an der Hochschule fest angestellt sind und dann eben die Studierenden, die dann zum Teil auch in Tutorenverträgen sind. Aber gibt es auch die Möglichkeit, quasi genau diese Beziehungen ein Stück weit aufzuweichen und zu sagen, naja, wir begegnen uns hier eben alle als Leute, die Interesse an diesem Projekt haben, die Interesse daran haben, Crowdsourcing zu machen. Und was bringt uns das eigentlich für Vorteile? Ja, und die Erfahrung zeigt bei uns, dass eben dieses Prinzip des auf Augenhöhe zusammen an einer Idee arbeiten tatsächlich das ist, was das Team am Laufen hält, das, was Leute dazu bringt, sich auch motiviert einzubringen, was ja dafür sorgt, dass wir dieses Team von 26 Leuten haben, was auch eine unheimlich kleine Rate an Abgängern hat. Also wir haben eigentlich die Leute schon über längere Zeit und wir reden jetzt hier teilweise auch über mehrere Jahre einfach bei uns im Projekt dabei. Und das ist auch für viele Projekte sehr, sehr selten. Und ich denke, das ist eben so dieser zweite Aspekt neben der Frage, wie erreichen wir die Studierenden, wie können wir die mit der Hochschule verknüpfen, eben auch zu gucken, wie können wir diese Leute mit einem Projekt verknüpfen und wie können wir diese Leute im Projekt halten? Und
aber auch gleichzeitig, wie können wir das weiterentwickeln. Und da ergeben sich dann auch immer wieder ganz interessante Sachen. Und ich sag mal, wir haben jetzt ein neues Projekt, was so ein bisschen aus diesem Crowdsourcing rausgekommen ist, weil wir einfach einen Bedarf dafür festgestellt haben. Und dazu sagt mein Kollege mehr. Genau, mein Name ist Maurice Konz und ich bin auch im Crowdsourcing-Projekt mit Marcel zusammen aktiv. Und aus dem Projekt Crowdsourcing, weil es ja eine App-Entwicklung ist, ist die studentische Werkstatt QA and Usability entstanden. Die ist momentan ganz neu und noch in Gründung, also es gibt sie noch gar nicht. Und zwar ist es so, dass in der App-Entwicklung natürlich irgendwie eine Qualität sichergestellt werden muss. Und dazu benutzt man Fokusgruppentests oder Usability-Tests. Und wir haben uns gedacht, dass wir das Ganze gerne in eine studentische Werkstatt auslagern möchten, denn unser Team besteht aus der Zielgruppe, aus Studierenden, und wir möchten das quasi als Dienstleistung auch an andere Fachbereiche, Institutionen und für andere digitale Projekte an der THM bieten. Und aus diesem Grund haben wir eben die studentische Werkstatt QA and Usability gegründet, die das quasi als Dienstleistung anbietet, dass wir sagen, okay, wenn ein Projekt, eine Institution an der THM etwas evaluieren möchte und dafür die Meinung der Studierenden braucht, wirklich im Sinne von Fokusgruppentests oder eben Tests einer App, bieten wir das an als studentische Werkstatt. Momentan ist in Planung, dass wir erst mit 5 Studierenden starten. Und genau, und wir gucken einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, wir sind damit die neue studentische Werkstatt an der THM. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Bevor es losgeht, mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Brieden, ich bin 24 im Moment, wenn ich richtig gerechnet habe. Übernehme beim THM Motorsport Racing diese Saison, was eine Saison ist, komme ich gleich drauf. Also für die Saison 18-19 die studentische Teamleitung sowohl organisatorisch als auch fachlich. Genau, das gesagt, ich studiere Ingenieurinformatik übrigens. Genau, ich springe einfach mal rein. Hier sehen Sie ein Bild von unserer Gruppe. Wir sind ungefähr 25 Leute, organisiert als eine Hochschulgruppe. Was machen wir? Da möchte ich auch ganz kurz drauf eingehen. Und zwar geht es bei uns darum, einen Rennwagen zu konstruieren und auch zu fertigen. Wir halten uns da nach einem einheitlichen Reglement, das in einem internationalen Konstruktionswettbewerb festgehalten ist, der sich Formula Student nennt. Deshalb bauen wir diesen Wagen nicht nach Gutdünken, sondern halt in einem bestimmten Zeitraum unter bestimmten Regularien. Dazu gesagt noch, wir bauen jedes Jahr ein neues Auto. Was ist das Besondere daran? Ich habe gesagt, wir bauen jedes Jahr ein neues. Wir konstruieren das Teil natürlich auch selbst. Wir akquirieren alle Mittel dafür selbst. Dabei geht es natürlich auch darum, Sponsoring Aktivitäten bei unseren Sponsoren einzuholen. Wir brauchen Frästeile, wir brauchen Know-how, wir brauchen Wissenstransfer. Wir brauchen natürlich auch Dienstleistungen, die uns helfen, eben dieses Projekt umzusetzen, was natürlich auch ein sehr großer Teil unseres Projektes darstellt. Dazu gesagt, niemand von uns im Team bekommt Credits oder Geld dafür. Alles, was wir tun, läuft neben unserem Studium, außercurricular. Und wir haben erstmal keine direkten Vorteile von diesem Projekt für uns. Hier sehen Sie nochmal ein Bild von einem Event in Hockenheim, wo wir dann auch antreten gegen internationale Teams. Da sind dann ungefähr 100 Teams versammelt. Und wie Sie auf dem Bild in der Präsentation sehen, sind wir da auch jedes Jahr mit dabei. Und es macht natürlich eine Riesenfreude, sich da zu engagieren in so einem Riesenprojekt, sich auszutauschen mit anderen Studenten. Ja, das wollte ich Ihnen einfach heute Abend mal etwas näher bringen. Hier habe ich Ihnen nochmal einige Fakten als Zusammenfassung dargelassen, damit Sie nochmal einen Überblick bekommen, wer wir sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Lukas Kramer. Vielen Dank für die Einladung. Ich studiere jetzt schon seit 10 Semestern Maschinenbau in Friedberg, habe dadurch aber den Vorteil, dass ich mit den Studierenden viele Erfahrungen gesammelt habe. Wir nehmen jedes Jahr am Shell Eco Marathon teil, das wird von Shell veranstaltet, findet dieses Jahr in London statt. Darum geht es, möglichst energieeffizient eine Rundstrecke zu bestreiten. Die ist jetzt dieses Jahr 16 Kilometer lang und wir haben dafür 39 Minuten Zeit. Das rührt daher, dass wir nicht permanent als Pendant zum Motorsportteam in Gießen nicht permanent auf dem Gas stehen, sondern wir beschleunigen einmal, lassen uns dann ausrollen und fahren so möglichst effizient diesen Rundkurs.
Wir sind mit unseren 25 bis 30 engagierten Studenten 6-mal bestes deutsches Team geworden. Die Hochschule bietet uns dafür große Möglichkeiten. Wir bekommen Zuschüsse in Form von Geldern. Wir bekommen ein Labor zur Verfügung gestellt und die Professoren unterstützen uns und auch die Laboringenieure unterstützen uns. Unser Team arbeitet aktuell auch noch weiterhin an einem neuen Projekt, nicht nur an dem Prototyp-Projekt, wie sich das nennt, sondern auch an einem Konzept, was ein seriennahes Energiesparfahrzeug wird. Da lassen wir die Einflüsse aus den Prototypen damit einfließen, um möglichst energieeffizient zu fahren. Des Weiteren haben wir jetzt noch umgerüstet auf 100% Bioethanol, um so auch noch weiter in Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich in meinem Teil heute ein bisschen das ansprechen, was bei uns problematisch ist, was bei allen problematisch ist, ist nämlich die Rekrutierung von neuen Studierenden, die uns unterstützen, dass wir auch wirklich bei der Studierendenzahl bleiben. Dafür gehen wir mittlerweile mehrfach im Jahr in die Vorlesung, präsentieren uns am Anfang der Vorlesung 5 bis 10 Minuten lang unangekündigt, um die Studierenden nicht zu sagen, die kommen jetzt 10 Minuten später. Des Weiteren machen wir Grillveranstaltungen, laden zum Kennenlerntreffen ein, um so möglichst viele Studierende dafür zu gewinnen und auch von unserem Projekt zu überzeugen. Weil mittlerweile ist es nicht mehr so, dass die Studierenden auf uns zukommen, wie es früher auch war, dass die Leute Angst hatten, ja, muss ich mich jetzt dafür bewerben oder wie komme ich da rein oder sowas. Sondern mittlerweile laufen wir praktisch tatsächlich Studierenden hinterher, weil der Mangel am Engagement, aber auch vielleicht der Stress im Studium relativ hoch ist. Also ich bin jetzt ein anderes Beispiel mit meinen 10 Semestern. Also mein Studium war zwar auch stressig, aber ist nochmal was anderes als in Regelstudienzeit. Aber da können wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und dass ich heute das Team hier vertreten durfte. Dankeschön. Ja, vielen Dank schon mal an alle, die jetzt so ganz unterschiedlich berichtet haben aus den verschiedenen studentischen Werkstätten. Mich würde jetzt eingangs mal interessieren, Sie haben jetzt eben den Vortrag von Frau Leitschuh gehört. Welchen Eindruck hat das bei Ihnen hinterlassen? Können Sie die Befunde irgendwie aus Ihrem Umfeld so bestätigen? Haben Sie andere Eindrücke? Wie hat das auf Sie gewirkt eben? Vielleicht einfach, wer aus der Runde einfach jetzt lusthaft ergreift das Mikro. Also ein guter Punkt war der Stress. Also das sehen wir natürlich auch bei uns im Motorsport, bei Stresssituationen. Da passiert es oft, dass nicht links und rechts geguckt wird, sondern sich jeder auf seins fokussiert, obwohl das Gesamtkonzept stimmen muss. Und ich denke, dass ein Hauptteil dafür ist, was auch in Ihrer These genannt wurde, ist einfach Stress. Das beginnt im Alltag, die Leute müssen schnell irgendwo hin und deswegen fahren sie aggressiver. Ich erwische mich dabei auch, dass wenn ich im Stress bin, nicht so rücksichtsvoll bin. Und ich glaube, das ist mit ein Hauptkriterium dafür. Sie können ruhig aus der Werkstatt, aber Sie können auch Ihre eigene Lebenswirklichkeit mit einbeziehen. Wie nehmen Sie das wahr? Sehen Sie die gleichen Befunde, die Frau Leitschuh hier uns berichtet hat? Also ich sag mal, ich habe auch lange Jahre mich so mit Gremienarbeit an der Hochschule auseinandergesetzt, war im Fachschaftsrat tätig, im Fachbereichsrat. Und ich sehe das schon so. Ja, also ich sehe auch dieses Verhalten der Studierenden wegzugehen von der Gremienarbeit, selber keinen Einfluss mehr zu nehmen, weil sie zum einen natürlich weniger Zeit haben, ja, sich darum zu kümmern, weil das bedeutet ja eben, dass man neben seinem Studium noch mehr machen muss. Aber weil auch auf der anderen Seite ich das festgestellt habe, dass viele Studierende oft in so einer Konsumentenhaltung landen, die sagen, naja, ich bin jetzt hier an der Hochschule, ich studiere ja jetzt hier und deswegen muss auch Hochschulpolitik irgendwo ein Service sein, der mir zugetragen wird. Also Fachschaftsarbeit muss ein Service sein, dass Altklausuren da sind, das muss ein Service sein. Und warum soll ich mich dann da einbringen? Ja, sondern ich erwarte eigentlich, dass es da ist, weil schließlich studiere ich hier. Und das ist auch so ein großer Punkt gewesen, wo wir dann auch gemerkt haben als Fachschaft, das ist was, wo man gegensteuern muss, weil im Endeffekt macht uns diese Haltung letztlich kaputt. Das macht uns Probleme, dass wir eben da auch niemanden Neuen finden, der dann das weiterträgt. Ja. Ich würde aber direkt da anknüpfen und sagen, es ist vielleicht schon so, aber es ist nur so, dass wenn wir den Stein des Anstoßes setzen und ein bisschen Aktivierungsenergie da reingeben, was wir jetzt, Sie haben es angesprochen, mit der Vernetzung der Fachschaften getan haben, dass dann doch auch die Studierenden erkennen, das ist sinnvoll, was wir machen und es ist wichtig. Und dass dann das Engagement genauso ist wie bisher. Nur diesen Punkt, diese Überwindung quasi dafür, das ist tatsächlich weniger geworden. Das, so habe ich auch das Gefühl. Aber das Engagement und die Bereitschaft, was zu tun, wenn man sieht, wie gut das bei anderen läuft und wenn jemand da ist, der so ein bisschen antreibt, die ist auf jeden Fall weiterhin da und für mich persönlich aus meiner Sicht nicht gesunken.
Ja, wenn ich da vielleicht auch direkt einsteigen darf. Ich bin da natürlich sehr gespalten. Zum einen aus meiner persönlichen Sicht, auf der anderen Seite als Vertreter des Motorsports. Persönlich muss ich sagen, kann man natürlich auf den Neoliberalismus zurückgreifen und sagen, dass das ein Konzept ist, das uns natürlich auch wirtschaftlich als junge Menschen, wir kennen das nicht anders, wir sind damit aufgewachsen, wir sind in diese Leistungsgesellschaft im Prinzip so reingegangen und wir kennen das nur so. Für uns ist es ganz normal, Leistung zu erbringen und dahinterher zu laufen und immer Vollgas zu geben. Finde ich nicht ganz richtig. Ich habe eine Einladung bekommen zu diesem Vortrag und habe dann direkt reflektiert, Mensch, ist es wirklich so schlimm, und habe mich irgendwie direkt an den Vortag erinnert. Da war ich auf dem Weg nach Hause und dann stand da eine Dame, der ist die Kette vom Fahrrad abgesprungen. Und das war für mich einfach eine Selbstverständlichkeit, da hinzugehen, der Dame meine Hilfe anzubieten, die Kette da wieder auf das Fahrrad zu machen und nach Hause zu gehen. Und das war so der Punkt, wo ich dann mit dieser These konfrontiert wurde. Ist es denn wirklich so? Und ich habe dann viel nachgedacht und mir ist aufgefallen, oftmals wird das sehr negativ auch betrachtet. Das ist mir auch in Ihrem Vortrag aufgefallen. Ich finde, da wurden sehr viele negative Punkte beleuchtet und viele positive Punkte da ebenfalls nicht. Und das ist vielleicht auch ein Punkt Ihrer Kritik. Sie haben viele Bereiche aus der Medienlandschaft genannt. Vielleicht sind unsere Medien da auch sehr negativ berichtend. Vielleicht ist das auch ein Problem, dass wir uns da zu sehr auf die negativen Sachen beziehen. Genau, erstmal genug zu meinem Persönlichen, vielleicht ganz kurz zum Motorsport noch. Da kann ich natürlich meinen Kollegen aus Friedberg mit seiner These durchaus verstehen. Auch wir haben Probleme, Leute zu finden, die sich in so einem studentischen Projekt engagieren, ohne einen direkten Vorteil für sich daraus zu sehen. Also spricht ziemlich stark für ihre These. Dennoch, ich habe gerade auf den Blickwinkel hingedeutet, denke ich, dass man in so einer Retrospektive sagen kann, jedes Jahr ein neues Auto zu bauen, die Mannstunden, die sich da auf mehrere Zehntausende addieren, gestemmt von, ich sag mal, 15 bis 20 Leuten, ist einfach eine Bärenaufgabe. Und ich weiß nicht, wie wir das jedes Jahr hinkriegen, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das auch ein Positivbeispiel dagegen, dass wir einfach nur noch auf uns selbst achten, unsere Sachen durchziehen und eben auch nichts anderes machen, das uns nichts bringt. Denn wir von diesem Projekt haben erstmal persönlich nicht so viel. Und das ist für uns mehr eine Investition, als dass wir irgendwie glauben, da gehen wir direkt mit einem Plus raus. Da würde ich direkt anknüpfen, weil persönlich bringt es nicht so viel. Ich finde gerade so studentische Projekte und Studentenwerkstätten, gerade die bringen einen persönlich weiter. Weil wenn man jetzt in der Vorlesung sitzt, man hört die sich an, man schreibt dann eine Klausur, dann ist die Klausur vorbei und das Fach ist abgehakt. Das habe ich persönlich davon mitgenommen, wenn man mal ehrlich ist. Von den meisten Fächern bleibt nicht viel hängen. Aber ist das die Hauptmotivation, so einem Projekt beizutreten? Weiß ich nicht. In Zeiten, von wo Leistung mehr zählt, okay, ja. Aber das, was ich jetzt festgestellt habe, ich komme jetzt aus der Medienlandschaft, das ist vielleicht ein bisschen anders. Da ist es für die Firmen und für die Unternehmen ist es gar nicht mehr so wichtig, was hat er eigentlich für Noten geschrieben, was hat er für Klausuren gemacht, sondern was hat er darüber hinaus gemacht, was zeichnet ihn als Menschen aus und was hat er, wo hat er seine Schwerpunkte gelegt, wo hat er sich engagiert. Und ich habe im Labor 10 mehr gelernt als in dem Modul AVM, wo wir eigentlich uns damit beschäftigt haben. Das meiste habe ich dann mitgenommen aus der studentischen Tätigkeit. Um jetzt auf die studentische Sicht zu kommen. Ich persönlich, ist ganz interessant, ich bin selber Rettungssanitäter und fahre seit 5 Jahren Rettung. Ich habe das mal eine Zeit lang hauptamtlich gemacht und bin wirklich 45 Stunden die Woche Rettung gefahren. Mittlerweile mache ich das nur noch so nebenbei. Aber ich muss Ihnen da zustimmen. Es ist so, dass es für die Leute immer selbstverständlicher geworden ist. Ich rufe jemanden, ich möchte jetzt jemanden, der muss jetzt auch sofort kommen. Und diese Selbstverständlichkeit, die viele Leute entwickelt haben, die hat zugenommen. Und dann kann es auch sein, dass man dann nachts um 3 Uhr als Rettungsdienstler gerufen wird zu Husten, Schnupfen, Heiserkeit und wird dann noch blöd angemacht, warum hat man so lange gebraucht? Ja, Entschuldigung, aber die Frau mit dem Herzinfarkt, die ging halt mal vor. Und das verstehen halt viele nicht mehr. Also ich kann Ihnen da schon zustimmen. Dass da die Tendenz doch hin ist zu diesem, ich gucke jetzt erstmal nur auf mich und ich nehme das, was gegeben ist, als selbstverständlich hin.
Zu dem Beispiel wollte ich gerne noch was anmerken. Aber die Fehler werden ja nicht wirklich aufgezeigt. Das heißt, man gewöhnt sich dran, sag ich mal, wenn man jetzt viel im Stress ist, man gewöhnt sich dran, ich fahre rücksichtslos oder ich bin immer der Erste. Aber genauso sieht man das ja auch, blödes Beispiel beim Einkaufen. Ich dränge mich noch mit dem Einkaufswagen vor, ich bin jetzt im Stress, ich bin der Erste. Aber wenn keiner so einen Fehler aufzeigt, denke ich, ist es auch schwierig, an so Fehlern zu arbeiten. Oder generell ist jetzt die Frage, ob das die Arbeit der Politik ist oder die von jedem Einzelnen. Nicht nur zu helfen, wenn jemand in Not ist, sondern auch generell Leute konstruktiv zu kritisieren, um vielleicht da ein Umdenken hinzubekommen. Ich würde jetzt gerne mal der Heike Leitschuh noch die Gelegenheit geben, so ein bisschen das so einzuordnen. Ihre Befunde, auch was Sie jetzt so berichtet haben, waren ja viele unterschiedliche Facetten. Auch das, was Katja Specht uns gezeigt hat, wie das insgesamt aufgehängt ist hier bei uns an der Hochschule. Wie passt das in Ihre Befunde rein, die Sie so durch Ihren breiten Gang durch die Gesellschaft gemacht haben? Wie ordnet sich das ein? Und im Anschluss würde ich das dann gern so handhaben, wie wir das sonst auch gemacht haben. Wir gucken mal hier, wer im Saal eine Frage hat. Einfach aufstehen, Frage stellen. Und wir gucken dann, wer hier aus der Runde die Frage aufgreift. Wir gucken später auch noch mal, wer live vielleicht eine Frage hat. Aber erst mal Frau Leitschuh. Ja, danke. Also ich habe jetzt ganz aufmerksam zugehört, finde es ganz spannend, wie Sie auch Ihre Projekte berichtet haben. Und ich glaube, dass da sehr deutlich wird und auch an Ihrem privaten Beispiel mit der Kette, die da runtergegangen ist vom Fahrrad, dass es ganz stark ja auch darauf ankommt, in welchem Neudeutsch, in welchem Setting, also unter welchen Bedingungen mache ich was. Ja. Ich habe vorhin ja ganz bewusst gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir ein Volk der Egoisten sind, sondern wir verhalten uns manchmal so, als seien wir welche. Und gerade in dem Beispiel Rettungssanitäter, also da habe ich ja auch mit ganz vielen gesprochen, wird es, glaube ich, sehr deutlich, dass da zweierlei passiert. Das eine ist diese Dienstleistungsorientierung, ja, die wir auch verinnerlicht haben. Wir zahlen Steuern, wir zahlen Krankenversicherung und deswegen haben wir ein Recht auf was. Ja? Und wir fragen nicht mehr, ist es eigentlich sinnvoll, dass ich den Rettungswagen bestelle? Wird er nicht vielleicht für Wichtigeres gebraucht als für meinen Zeckenbiss oder für meinen Schnitt in den Finger? Das ist wirklich so. Ja? Das ist in 8 von 10 Fällen, sagte mir eine Rettungsfahrerin, bräuchten wir eigentlich da nicht hinkommen. Also die Leute hätten sich auch mit ein bisschen Menschenverstand auch selber helfen können. Aber das ist so diese Dienstleistungsorientierung. Das andere ist mit dem Stress und dem Druck, dem wir ausgesetzt sind. Und da glaube ich, dass wahrscheinlich die meisten bereit wären zu helfen. Sie haben jetzt, und das ist auch eine Form von Setting, die wichtig ist, Sie haben vielleicht auch die Erziehung genommen, dass man guckt, ja, und auch Hilfe anbietet. Andere haben diese Erziehung vielleicht gar nicht mehr, weil sie darauf getrimmt werden, guck mal in erster Linie auf dich, damit du nicht zu kurz kommst. Wenn in der Kita der Papa kommt und sein Kleines abholt und dann nicht sagt, musst du jetzt noch mithelfen aufräumen, sondern wir haben jetzt was vor, ja, und die stehen dann, okay, aufräumen müssen dann die anderen. Ne? Dann sind es so prägende Erfahrungen, die sich dann eben auch im Erwachsenenleben auswirken. Aber letzter Satz, ganz wichtig dabei ist ja, dass solche Bedingungen veränderbar sind und dass wir sie auch beeinflussen können. Das ist mir enorm wichtig. Also, dass wir uns Möglichkeiten schaffen, egal ob als Studierende an der Hochschule oder im Betrieb oder eben auch nur in der Familie, dass wir uns in ein Umfeld begeben, dass wir verändern können und sagen, wir wollen das so nicht machen und wir achten aufeinander. Wir geben uns auch Regeln des Miteinanders, die eher geprägt sind von Achtsamkeit, Hilfestellung und Solidarität, als von wer hat die breitesten Ellenbogen. Und das sind Möglichkeiten, die alle von uns haben, und zwar in jedem auch noch so kleinsten Bereich. Ich gucke mal so ein bisschen in den Saal. Gibt es
Rückfragen aus dem Publikum? Genau. Herr Brecko? Mit Mikrofon oder einfach in den Raum. Ja, also zu Frau Leitschuh, ich fand Ihre Thesen wirklich sehr interessant und man ist sehr geneigt, dem sofort zuzustimmen, weil jeder irgendwie auch die Erfahrungen hat. Und wir haben ja auch ein paar Beispiele gehört, wo jeder so eine Erfahrung hat. Trotzdem denke ich manchmal, oder wird mich vielleicht sogar zu der Antithese versteifen, dass wir nicht unbedingt in einer Zeit leben, wo alles ruppiger wird, sondern vielleicht bestenfalls, dass die Ruppigkeit sich in andere Bereiche verlagert, dass wir vielleicht andere Bereiche neu dazu bekommen haben, mit denen man überhaupt ruppig sein kann. Meine persönliche Erfahrung, wenn man das ein bisschen abklopft, könnte sein, also früher war das eben genauso ruppig. Ja? Da gab es vielleicht nur einige Terminologien noch nicht, die das gekennzeichnet haben. Ne? Beispielsweise Mobbing gab es bestimmt früher genauso, nur das Wort gab es nicht. Und die Leute haben das als viel selbstverständlicher hingenommen, dass es sowas gab. Sie haben das einfach zu ihrem Alltag gezählt. Und meine Generation, als ich Student war, also ich betrachte das manchmal so, dass ich mich manchmal im Nachhinein schäme, wie die Studentenschaft damals ruppig mit ihren jeweiligen Kontrahenten umgegangen ist und wundere mich manchmal, ja, die beiden, zwei von denen sitzen bei uns im Fachbereichsrat aus MNI, wie soll ich sagen, konziliant die Studentenschaft mit ihren jeweiligen Counterparts da umgehen. Und das ist eine völlig andere Atmosphäre. Von früher bin ich was völlig anderes gewohnt. Und ich hätte damals nicht in meiner eigenen Rolle, in der ich jetzt stecke, stecken mögen, wenn ich manchmal bedenke, wie Studenten damals umgegangen sind. Also ich will nicht immer eine persönliche Ebene auf die allgemeine Ebene ziehen, aber vielleicht gibt es auch andere, die Erfahrung gemacht haben, Ruppigkeit hat es eigentlich schon immer gegeben, nur wir lagern sie vielleicht in Bereiche aus, die neu dazugekommen sind und haben dadurch den Eindruck, dass etwas Neues dazugekommen ist, was eigentlich vorher nur woanders war. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die ging direkt an Sie, Frau Leitschuh, oder? Oder will jemand anderes hier aus dem... These war es, eine These, ja. Ja, also Sie haben da jetzt auch einen wunden Punkt getroffen, nämlich das historische Element dabei. Ja? Wenn man sagt, etwas verändert sich, muss man ja eigentlich auch sagen, wie war es denn vorher? Und da haben Sie natürlich völlig recht, also wenn wir in die Geschichte zurückgehen und wenn wir noch, also ich habe in den 80er Jahren studiert und Sie haben völlig recht, also die Art und Weise der kulturelle Auseinandersetzung, das ist heute sicherlich um Klassen besser. Was zuhören, was aufeinander eingehen, was das Schärfen von Argumenten angeht und nicht nur sich niederzubrüllen, ja? Gar keine Frage. Würden wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, landen wir im Faschismus und dann sind wir in einem gesellschaftlichen Bereich, wo der Einzelne nicht nur fast nichts zählte, sondern wo man also quasi auch noch vogelfrei war, wenn man nicht zu einer bestimmten Mehrheitsgesellschaft gehörte. Und dennoch, meine These ist ja, ich habe mir eigentlich nur die letzten 30 Jahre angeguckt, ja, und gesagt, entscheidend ist für mich die Frage, ob eine Doktrin, ich nenne das mal so, ja, weil sie so hingestellt wird, als gäbe es keine Alternative dazu, die sagt, wir haben nur eine Möglichkeit zu prosperieren ökonomisch und das ist mit diesem neoliberalen Ansatz, der Regeln missachtet oder Regeln geringschätzt und das Individuum ganz oben ansiedelt und die Gemeinschaft ganz klein macht. Ja. Und dieser Ansatz, der hat sich in der Tat eingenistet auch in unseren Herzen. Ja? Also da fangen wir an, auch daran zu glauben, oder nicht nur zu glauben, sondern danach zu leben. Und das sind Dinge, die ich einfach nur beleuchten möchte, bevor wir quasi Schlimmeres erleben. Und
wo wir im Sinne von während den Anfängen auch schauen muss, welche Auswirkungen hat das. Und wenn Sie beschreiben, es wird schwieriger, auch Menschen zu gewinnen für Projekte, auch für das Ehrenamt übrigens, dann hat es ja auch damit was zu tun. Ja? Also dass wir nicht nur gestresst sind, dass wir nicht nur unter Zeitdruck sind, sondern dass wir auch die Angst und die Befürchtung haben, wenn wir uns zu sehr um das Gemeinschaftliche kümmern, sind wir in unserem eigenen Fortkommen, in unserem individuellen Leben vielleicht benachteiligt. Und da mal kritisch hinzugucken, was das mit uns macht, das halte ich für sinnvoll. Ich gucke noch mal weiter in die Runde. Wir haben ja auch eine ganze Reihe. Darf ich oder eine Ergänzung gerne? Machen an ja. der Stelle? Oder noch mal eine Ergänzung trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube auch, das war so, dass man vielleicht früher ruppiger im Umgang war. Heute haben wir vielleicht teilweise das Problem, dass wir gar keinen Umgang haben, sage ich mal ganz kritisch, weil wir überhaupt kein Gegenüber haben. Also sozusagen die Studierenden zu bewegen, dass sie mitmachen und vielleicht mal ruppig mit uns sind, so weit kommt es oft gar nicht, weil wir sie nämlich gar nicht da haben, wo wir sie wollen. Also wir sollen immer sicherstellen, dass bei all unseren Projekten und Themen wir die Meinung der Studierenden mit einbeziehen. Und deshalb bin ich so dankbar über diese studentische Initiative, die jetzt kommt, weil wir kriegen sie schwer bewegt. Und dadurch ist es vielleicht nicht so ruppig. Also manchmal würde ich mir lieber ein bisschen ruppigen Austausch wünschen. Hauptsache, ich hätte ihn überhaupt. Ja. Also so dieser Punkt, wie kriegen wir eigentlich die große Masse tatsächlich in Bewegung? Und ich muss dann schon mal sagen, also das ist natürlich jetzt eine tolle Auswahl, die wir hier haben. Und ja, Sie hatten es mal so in etwa zusammengetragen. Also wenn wir in der Summe, und da greife ich jetzt schon hoch, 300 von gut 18.000 Studierenden in so einer Initiative haben, dann ist das schon, wie gesagt, hoch bemessen. Das muss man jetzt einfach auch an der Stelle sagen. Aber ich finde halt, fand halt diesen Ansatz schön zu sagen, aber wir haben diese Initiativen. Und wir haben die jungen Leute, die ganz anders drauf sind als vielleicht die Thesen, die sie formuliert haben. Und lasst uns die einfach suchen und diese Initiativen nutzen, um irgendwie andere Wege zu finden des Miteinanders. Und ja, und deshalb studentische Beteiligung ist was wir uns wünschen. Ich habe auch sehr aufmerksam zugehört, Stichwort Rahmenbedingungen, Settings und so weiter. Wie müssen wir denn unseren Studieneinstieg gestalten? Damit eben nicht nur die Servicehaltung ist und damit nicht diese Ichlinge unterwegs sind, sondern wie schaffen wir den Rahmen, sodass sich dort andere Anlässe finden, um Menschen in Bewegung zu bekommen. Ja, aber all diese Heterogenität, die wir auch in ganz viele verschiedene Richtungen haben, die kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und wie kriegen wir sie gegriffen? Das ist für uns als Hochschule ein ganz schwieriges Thema. Ich wollte auch noch dazu was ergänzen. Das eine ist, wie war es früher? Dazu habe ich mir auch Gedanken gemacht gehabt, ob man das so pauschal dann sagen kann, heute ist es schlimmer oder besser. Aber ich fand es einfach nur wichtig, dass einfach darüber gesprochen wird und daran gearbeitet wird. Das nur dazu. Gucke ich jetzt nochmal in den Saal. Auch wir haben ja eine ganze Reihe von Studierenden da. Sind Sie alle Ichlinge? Wie begegnen Sie tagtäglich Ichlingen? Sind wir umgeben von Ichlingen beim Studieren? Wie sind Ihre Erfahrungen? Gut, da haben wir eine Wortmeldung, wenn Sie sich vielleicht... Ich bin kein Studierender, aber ich bin auch Teil des Teams Crowdsourcing, aber als Mitarbeiter. Und also bei uns ist es so, dass wir ganz klare Regeln auch uns gesetzt haben. Also ich finde es auch schön, dass Sie über die Regeln gesprochen haben. Bei uns gelten Regeln für Mitarbeiter im Team, aber auch für die Studierenden. Und wir haben die Regeln gemeinsam entworfen. Und wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Leute kriegen. Und wir sagen, dass es dem auch, dass es daher kommt, dass wir Regeln haben. Also wenn jemand zu uns kommt, dann ist die erste Frage, wie läuft es denn bei euch? Und dann können wir sofort sagen, das sind die Regeln. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir mit den Regeln einfach sagen, das Studium geht vor und danach kommt die Arbeit bei uns. Und wir regeln das so, dass wir wirklich sagen, die ganze Produktion der App ist darauf abgestimmt. Und wir merken, wenn man den Leuten den Raum gibt, aber auch dann sagt, ihr kriegt bei uns einen Hilfskraftvertrag, ihr könnt euer Überleben damit auch sichern, nehmen wir den Stress raus. Und dieses Stress rausnehmen ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, der bei uns im Team zählt. Und ich komme aus der Games-Industrie und wir laden ganz oft Leute ein, die ich aus meinen alten Teams kenne, also Profis, die uns dann beraten und die sagen, hey, bei euch ist eine tolle Stimmung. Bei euch wird nicht hart diskutiert, bei euch wird soft diskutiert, aber immer an der Sache.
dann doch wieder hart, weil es geht dann um das Projekt oder um das, wie wir arbeiten, nicht um das im Vordergrund stehen. Und ich stelle fest, also der Dialog mit den meisten Studierenden, den ich habe, ist einfach super. Also ich bin, das ist das, was mich an der THM hält, muss ich dann tatsächlich sagen. Ja? Wo man dann aber auch als Mitarbeiter zurückgeht und sagt, vielleicht nicht das hohe Industriegehalt, sondern die Arbeit mit den Studierenden, die Verantwortung für die Zukunft auch als Mitarbeiter zu sehen. Das ist das, was mich motiviert jeden Tag. Darf ich da kurz was nachfragen? Die Regeln, die Sie erwähnt haben, was genau bewirken die? Was wäre, wenn Sie sie nicht hätten? Was wäre da anders? Wenn wir sie nicht hätten, könnte ich als Mitarbeiter jederzeit ja von meiner Macht, die ich habe, sagen, du kommst heute, ansonsten hast du ein Problem. Aber wenn ich die Regel habe, in der Klausurphase ruht das Projekt, 10 Tage bevor die Klausurphase beginnt, gibt es keinen Termin bei uns, der wichtiger ist als die Klausur. Gibt es keinen Milestone, keinen Sprint. Das sind Regeln, die die Leute motiviert, zu uns zu kommen, weil sie wissen, ich kriege mein Studium auf die Reihe. Der Fabian, mein Chef, der ist nicht böse irgendwie, wenn ich das nicht mache, sondern das ist eine klare Regel. Der kann mir auch nichts. Andere Regel ist, jedes Jahr wählen wir 2 Vertrauensleute, die mit uns immer tarieren, sind wir auf Augenhöhe. Das heißt, meine Verantwortung ist und die Verantwortung auch der Vertrauensleute ist, immer zu tarieren, verhalten wir uns fair, verhalten wir uns im Interesse dieses Konzepts Augenhöhe, ist das nur eine leere Worthülse oder ist es wirklich Augenhöhe? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das sind Regeln, die das Miteinander bestimmen. Ich komme aus dem Game Design. Man wird nie ein Computerspiel oder ein Spiel machen ohne Regeln. Und jeder, der sagt, dass es anders ist, der hat noch nie sowas gemacht. Und eine Gesellschaft besteht einfach aus Regeln. Und das ist was Positives. Also Regeln sind nicht nur negativ zu betrachten, meiner Meinung nach. Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz was zu anmerken darf. Ich denke, der große Vorteil von den Regeln, die wir jetzt uns da aufgestellt haben im Crowdsourcing, ist eigentlich, dass wir uns einen Rahmen gesteckt haben, in dem wir uns als Team ausprobieren können. Ja, also Regeln kann man ja immer sehr, sehr eng fassen oder sehr, sehr weit. Aber ich denke, wir haben so einen guten Mix gefunden zwischen, wir geben uns einen Raum und wir lassen uns aber auch eben die Freiheit, uns als Team auszuprobieren, verschiedene Positionen auszuprobieren, verschiedene Meinungen einzunehmen, wo es halt mit dem Crowdsourcing hingehen soll. Und das führt letztlich dazu, dass wir uns alle auch irgendwo ein Stück weit als Team identifizieren. Und wir haben nicht so dieses Problem, dass es die Leute gibt, die dann sagen, naja, aber ich muss ja am Ende irgendwie bei den Credits vorne stehen oder ich muss ja irgendwie das Gesicht von dieser App sein, sondern wir sagen, naja, das ist eine Gruppengeschichte, ja, und wir werden als Gruppe dafür sorgen, dass es funktioniert, oder wir werden als Gruppe sagen müssen, was haben wir daraus gelernt, wenn es nicht funktioniert hat. Aber da gibt es nicht so diese Einzelkämpfer. Ja, und ich denke, das ist eben auch auf genau diesen richtigen Mix aus Regeln, aber eben auch aus der Freiheit, sich auszuprobieren, zurückzuführen. Wie ist das bei den anderen Werkstätten? Gibt es da auch fest vereinbarte Regeln oder sind das zum Teil auch ungeschriebene Regeln? Gibt es da Regeln, die durchbrochen werden? Wie reagieren Sie dann darauf? Das würde mich interessieren. Jetzt haben wir bei der einen studentischen Werkstatt viel dazu gehört. Wie ist es bei den anderen? Wie gehen Sie auch mit Regelbrüchen um? Oder passiert das einfach nicht? Also erstmal dazu, bei uns ist es, glaube ich, relativ schwierig, sowas umzusetzen, weil wir immer terminlich sehr fixiert sind. Natürlich gibt es auch immer bei euch feste Milestones, aber bei uns ist das mit den Termineinhaltungen, wann ist Rollout, wann soll das Fahrzeug, wie lange vorher fertig sein, wie viele Testwochen brauchen wir. Das sind dann ungeschriebene Regeln, wo wir ein Commitment treffen, wo wir sagen, wir sind dann fertig, aber was oft gebrochen wird unter dem Gesichtspunkt, dass halt einige Studierende mehr Zeit haben, andere weniger Zeit haben. Und da brauchen wir fast Leute, die ein bisschen einzelkämpferisch unterwegs sind, die dann gewisse Sachen vorantreiben, weil die jetzt sagen, gut, ich bin jetzt die Woche Vollzeit da, ich verzichte jetzt darauf, dass ich sonntags Fußball habe, sondern gehe mit auf Testfahrt und so Geschichten, aber wir schreiben das jetzt praktisch ja nicht vor, aber es ist so ein bisschen mit eingegliedert schon. Wir erwarten auch so ein gewisses Engagement tatsächlich dann auch zu sagen, gut, das eine ist jetzt mal wichtiger als das andere, aber jetzt nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt keine Klausur, weil jetzt wir müssen das Team fertig kriegen oder wie auch immer, sowas garantiert nicht. Aber doch so ein ganz so weich ist es bei uns, sage ich jetzt mal nicht, in dem Sinne. Aber natürlich können wir auch auf jeden Einzelnen drauf eingehen. Deswegen haben wir auch mal Einzelgespräche eingeführt, um auf die Leute zuzugehen, zu sehen, ja, ich will jetzt nur, sage ich mal, eine halbe Stunde pro Woche was machen. Und dann weiß man halt, wo kann man ihn einplanen, wie kann man darauf eingehen und sowas. Und dann kann man sich auch darauf einstellen.
Also so feste Regeln, die jetzt irgendwie klar definiert wurden, gibt es jetzt bei uns nicht. Klar, es gibt so ein paar Sachen, die einfach zur Betriebssicherheit gehören, wie dass wenn ich auf einer Leiter arbeite, dass da jemand dabei steht. Aber das sind jetzt nicht Regeln, die wir uns aufgelegt haben. Medienproduktion funktioniert immer nur als Team. Das ist das Wichtigste. Die Produktion ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn wir jetzt einen Ausfall an der Kamera haben, dann ist das schon bei 4 Kameras, das sind das 25% Ausfall. Das ist viel. Und dann muss man umdisponieren. Also Medienproduktion funktioniert als Team und Medienproduktion funktioniert auch nur, wenn jeder seine Aufgaben übernimmt und auch mit Verantwortung übernimmt und halt auch entsprechend dem Plan halt auch umsetzt. Also gerade wenn wir jetzt Auftragsarbeiten machen für andere Bereiche, dann ist wichtig, dass wenn jetzt eine Student gesagt bekommen hat, hier an dem und dem Tag brauche ich das fertige Video, dass an dem und dem Tag auch natürlich dann das fertige Video da ist. Und wenn es halt nicht funktioniert, dass er halt dann das kommuniziert an andere Studenten und halt sagt, hier, unterstütz mich da. Also Kommunikation und Zusammenarbeiten und halt verantwortungsbewusstes Arbeiten, das würde ich jetzt so definieren als die drei Regeln, aber die haben wir nie festgehalten, sondern würde man die nicht einhalten, würde Medienproduktion in dem Sinne oder mit der Zielsetzung, wie wir sie betreiben, nicht funktionieren. Ich habe das Signal bekommen, dass wir durchaus stabile Zuschauer im Netz haben und die Zuschauer haben auch Fragen. Also wir haben ja hier auch einen Tutor dabei, der die Fragen entgegennimmt. Valentin, wie sieht's aus? Würdest du uns die Fragen mal in die Runde reinreichen und dann können wir ja schauen, wer sie wie beantworten kann. Ja, gerne. Also die erste Frage lautet, ist es nicht so, dass es uns einfach viel zu gut geht in Zeiten, in denen alles Notwendige rund um die Uhr verfügbar ist und sich die Sorgen in einen Bereich verlagert haben, die sehr ich-bezogen sind, zum Beispiel im Bereich soziale Medien, in denen sich durch vorhandene Zeit und Geld oft selbst dargestellt wird. Ich habe diese Meinung, ich reise nach XY, schaut mal, wie besonders ich bin. Und ja, die Frage ist gerichtet an Frau Leitschuh und den Herrn von den Medien, links der zweite. Okay, vielleicht, die war ziemlich lang, die Frage, vielleicht nehmen wir die erstmal, bevor wir noch die nächste, wer will starten? Ich fange mal an, was ich verstanden habe davon, versuche ich zu beantworten. Also die erste Idee für das Cover war, ein Selfie-Bild zu nehmen. Und zwar eines, wo sich zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, Rücken an Rücken stehen und jeder fotografiert sich selbst. Also das so als Symbol für... Also ich spiegle mich quasi, wie Narziss sich früher da im Wasser gespiegelt hat, spiegeln wir uns heute in den Selfies. Da ist was dran. Ja? Also dieses ständige sich selber begleiten, sich selber beobachten, ich esse gerade was, das muss ich in die Welt schicken, schaut mal her, wie das Gericht aussieht. Also das hat schon was Pathologisches, sage ich inzwischen. Ja? Auf der anderen Seite sind es natürlich auch Medien, die uns zusammenbringen. Also da wird die Ambivalenz enorm deutlich in diesen Medien. Also wir haben die Chance, uns mit unserer Familie, unseren Freunden in Gruppen zusammenzufinden und schnell auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Und viele tun das ja auch. Ja? Und das kann auch Verbindung, Kommunikation und Nähe schaffen. Ja? Es kann aber auch, und wie gesagt, das ist leider auch das Problem, es kann uns aber auch vereinzeln. Ja, es kann uns zu sehr auf uns selbst zurückwerfen und es kann uns unachtsam machen für das Gegenüber und auch für das Neue. Ja, weil wenn man ständig nur mit dem beschäftigt ist, was da in den Chatrooms oder in den Apps sich abspielt, wo ist dann noch die Neugier für das Unvorhergesehene, was man im Alltag erleben kann? Also die Ambivalenz der neuen Medien, das ist schon ein wichtiges Thema. Wie sehen Sie das? Ja, ich denke immer, es ist wie Waffen. Waffen gibt es, Waffen werden dafür eingesetzt, um Menschen zu schützen. Waffen können aber auch dafür eingesetzt werden, um Menschen zu verletzen. Das ist immer... Wie habe ich gelernt, mit einem gewissen Gegenstand umzugehen oder mit einem gewissen Medium oder mit einer
Und ich denke, das Hauptproblem, was wir haben im Bereich digitale Medien und in der Ich-Präsenz, ist einfach fehlende Bildung in dem Bereich. Wie nutze ich digitale Medien? Wo muss ich darauf aufpassen? Worauf muss ich achten, wenn ich digitale Medien nutze? Wo sind da Fallen? Wo sind da Risiken? Und ich glaube, das ist eher das Hauptproblem, als jetzt die Medien an sich zu verteufeln und zu sagen, hier Instagram oder Snapchat, die führen dazu, dass unsere Gesellschaft ich-bezogener wird. Ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt die Bildung, weil man kann ja gerade auch diese Medien dafür nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen. Bestes Beispiel, Medienproduktion ist demokratisiert, also dadurch, dass wir diese neuen Medien haben, sind die Mittel, Medien zu produzieren, sind jedem zugänglicher geworden. Dadurch können viel mehr Personen auch ihre Kreativität zeigen und ihr Können zeigen und damit dann wieder mit anderen Künstlern in Kontakt kommen und zusammen an etwas arbeiten. Also ich denke, das ist immer eine Sache, wie man gelernt hat, mit einem gewissen Medium umzugehen, genauso wie das mit dem Internet der Fall ist. Bei dem Stichwort, das ist eine Frage der Bildung. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und ich denke, das ist genau die Frage, wir müssen mehr digitale Kompetenz schaffen, wobei ich zugeben muss, dass ich keine perfekte Idee habe, was das eigentlich ist und wie man sie auch tatsächlich vermitteln kann, aber wir sind ja, Digitalisierung ist ja das Schlagwort der Zeit. Und da eben immer mitzudenken, auch was jetzt Hochschulbildung angeht, es ist nicht nur die Frage, wie sich sozusagen die Berufsbilder hinsichtlich der Technik verändern und der entsprechend digitalen Elemente, sondern eben auch, dass wir tatsächlich themenübergreifend sowas wie eine digitale Kompetenz mit vielen Facetten im Auge, im Blick haben müssen. Und ja, das ist nicht einfach, aber das muss man tun auf jeden Fall. Wir haben zwei weitere Fragen noch im Chat drin. Hören wir mal zu, wie die lauten. Ja, die nächste Frage geht an Frau Specht. Gibt es denn die Möglichkeit, Gelder von Seiten der Hochschule für solche engagierte Aktivitäten, wie zum Beispiel die des Medienlabors, zu erhalten, sei es für Projekte oder technische Ausstattung? Es wird doch nicht jemand aus dem Bereich gewesen sein. Ja, das gibt es, weil wir haben es in unseren Leitsätzen verankert und da stehe ich natürlich auch dahinter. Ich kann sagen, wir waren vor einer Woche im Gespräch, ich weiß gar nicht, wir haben eine Idee, studentische Initiative und wir haben gehört, wir werden da unterstützt, was können wir tun? Oder beispielsweise das, was jetzt hier so leuchtet, hat mir Herr Vogt verraten, das ist übrigens das Ergebnis von dem letzten QSL-Antrag, wo wir zentral Mittel bekommen haben. QSL steht für Mittel zur Verbesserung der Qualität in Studium und Lehre. Darüber hinaus hoffen wir zunehmend auf Mittel zum Thema Digitalisierung, wo natürlich auch Ihr Bereich da eine große Rolle spielen wird. Ja, unser Job ist es oder mein Job dann konkret zu wissen, welche Töpfe man in welcher Art und Weise anzapfen kann. Und diese Töpfe sind leider nicht unendlich, das ist auch klar. Aber wir, und ich denke, das müssten Sie eigentlich bestätigen können, für das wir zentral immer wieder versuchen, in Häppchen zu unterstützen. Und wir haben zur Vergabe dieser sogenannten QSL-Mittel, die im Übrigen praktisch der Ersatz der früheren Studiengebühren waren, sind wir verpflichtet, eine Kommission an der Hochschule zu haben, die über die Anträge und die entsprechenden Zuweisungen Entscheidungen trifft. Und da muss studentische Beteiligung dabei sein. Da gucke ich hier mal in die Runde, sind jetzt auch welche dabei, die genau bei dieser Kommission mitentscheiden. Sodass wir da die Möglichkeit haben, immer auch solche Projekte als studentische Initiativen da mit reinzubringen. Und so habe ich beispielsweise jetzt die Initiatoren der neuen Werkstatt ermutigt, macht so einen QSL-Antrag. Und das geht dann in die Vergabekommission und wir haben uns dort fest auf die Fahnen geschrieben, studentische Initiativen, wie es im Leitsatz steht, tatsächlich so gut zu unterstützen, wie es uns möglich ist. Gut, ich glaube, die Frage war klar adressiert. Wir haben noch eine momentan drin. Ja, noch eine Frage in die Runde. Und zwar, wird das Verhalten des Egoismus immer mehr akzeptiert oder auch erwartet, zum Beispiel in Führungspositionen oder der Politik? Gut, ich würde mal sagen, die darf nehmen, wer will.
Ich glaube, die wird nicht direkt akzeptiert, weil letztlich stört es uns ja auch so ein Stück weit. Ne? Also wenn jetzt mein Chef irgendwie ein Egoist ist oder irgendwie die Leute in meinem Umfeld ein Egoist, das ist immer so ein Punkt, wo man auf der einen Seite vielleicht so ein Stück weit resigniert und sagt, naja, ist halt so, aber so wirklich zufrieden ist man damit nicht. Und ich glaube, der Punkt ist eigentlich eher, ja, es mag auch Bereiche geben, in denen man das aktiv fördert, egoistisch zu sein, aber ich glaube, oftmals ist es einfach, dass wir versäumen, von vornherein einfach da dem Egoismus so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und der Egoismus dann eben etwas ist, was sich sehr schnell dann einschleichen kann. Ja, also weniger aktiv gefördert, mehr man macht nicht genug dagegen und dann kommt der halt so ja, hinten um die Ecke und ist dann auf einmal da. Ich denke, die Veränderungsprozesse findet man überall und ich glaube, mit dieser Veränderung, die wir nachweislich irgendwie feststellen, jeder mehr oder weniger, wird sich auch in den Führungsetagen was verändern. Also das Stichwort Führung 4.0, also was ist Arbeitswelt 4.0, was ist die Kommunikation, die sich vor dem Hintergrund dieser Veränderungen ergeben wird, wie müssen wir führen zukünftig, Generation X, Y, Z, welche da auch immer noch kommen. Ich glaube, da ist genauso viel im Wandel aktuell. Und ich habe gerade heute für uns beide gedacht, wir gucken ja dann immer so ans zukünftige Programm und ich glaube, das ist eine sehr gute Idee zu sagen, wir versuchen auch immer mal ein nicht so technisches Thema damit reinzunehmen. Und die Frage der Führungskultur und wie muss ich denn Führung entwickeln oder sollte oder könnte vor dem Hintergrund dieser Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, das wäre mal ein Thema, das sollten wir uns mal fürs Wintersemester nehmen. Ich habe auch schon eine Idee, wer kommt. Gibt es jemand anderes hier aus der Runde, der noch was zur Frage beisteuern will? Also vielleicht, um gerade bei dem Thema Führung anzuknüpfen. Ich denke, wir haben eben schon gehört vom Crowdsourcing, flache Regeln, die Hierarchien nicht zu autoritär machen, vielleicht den Leuten die Freiheit zu lassen, wie möchte ich das machen? Auch das ist bei uns ein großer Punkt, dass man sagt, wir entscheiden gemeinsam zusammen, wir nehmen uns Zeit, um über heikle Themen zu sprechen und da im Plenum drüber zu entscheiden. Und jeder hatte auch die Möglichkeit, sich einzubringen, was dann auch zu unseren Arbeitszeiten, was in den Einzelgesprächen rausgekommen ist. Was treibt die Leute an? Wie binde ich sie an unser Projekt? Und da ist eigentlich immer die Leidenschaft im Vordergrund. Wenn man die Leute fragt, warum machst du hier mit, ist es eigentlich immer die Leidenschaft. Und wenn man dann zusätzlich zu dieser Leidenschaft, die diese Leute eben haben, ihnen noch die Freiheit gibt, sich neben ihren Verpflichtungen dafür einzusetzen, dann denke ich, ist das auch ein großer Vorteil, wie wir vielleicht in der Zukunft mit solchen Sachen umgehen können, um eben zu verhindern, dass immer mehr Egoismus reinfährt und jeder nur noch für sich denkt. Darf ich dazu ein Beispiel aus der Hochschule nennen? Es gibt, wie Sie sich sicher vorstellen können, ganz spannende Themen, haben wir jetzt heute gehört. Es gibt auch Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so spannend sind. Und dazu gehört beispielsweise so allgemeine Bestimmungen, die so eine allgemeine Prüfungsordnung. Ja? Und es gibt eine Senatskommission, wo man sich diese Bestimmungen immer mal wieder anschaut und überlegt, was sollte man dort ändern. Und ich weiß nicht, wie spannend Sie finden, Senatskommission zur Überarbeitung der allgemeinen Bestimmung. Das klingt nicht so sehr gut, aber wir haben das jetzt als Dauerkommission eingerichtet. Warum? Wir haben eine sehr hohe Beteiligung immer an dieser Kommission. Wir tauschen uns total spannend aus. Es gibt da keine Hierarchie, da sind Studierende dabei, da bin ich dabei, also aus allen Bereichen. Und es ist ein ehrlicher, sehr wertvoller Austausch, der dazu führt, dass alle kommen, weil sie einen Mehrwert daraus haben, weil sie merken, es ist tatsächlich so, dass meine Meinung gefragt ist. Kenne ich auch aus anderen Ausschüssen. Also in dem Moment, erst so ein bisschen, ist das jetzt nur so eine Alibi-Geschichte, dass man da einlädt, um dann sagen zu können, man hat alle beteiligt. Oder ist ein ehrliches Interesse dran, wirklich zu wissen, was ist eure Meinung, bringt euch ein. Und dann merkt man plötzlich, dass die Beteiligung hoch bleibt. Ja, obwohl es die Senatskommission für allgemeine Bestimmungen ist und dass man gemeinsam tatsächlich Themen in den Angriff nimmt und bewältigt, die halt früher nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel zu sagen, hey, wir machen das ehrlich, egal wo wir jetzt herkommen, wir wollen einen ehrlichen Austausch, wir wollen gemeinsam was voranbringen und da macht es am Ende Spaß, auch wenn es allgemeine Bestimmungen von Prüfungsordnungen sind. Danke übrigens allen, die da dabei sind. Dürfte ich dazu vielleicht noch kurz anknüpfen, weil ich bin nämlich auch in der Kommission und ich finde es auch da gerade ganz besonders wichtig, dass
dieser Austausch, dieses ehrliche Interesse eben auch auf Augenhöhe stattfindet und dass eben gerade in dieser Kommission die Titel überhaupt keine Rolle spielen. Also ob da ein Professor Doktor eine Meinung sagt oder ein Studierender, komplett noch ohne Abschluss, das ist da total egal. Und das ist das, finde ich, auch Besondere, was diese Hochschule ausmacht. Ich war auf einigen, durch das KIM-Projekt, auf einigen Fachtagungen unterwegs und habe das aus anderen Hochschulen mitbekommen, dass die noch sehr weit davon entfernt ist, dass das Gefälle zwischen Prof und Studi wahnsinnig hoch ist. Und das ist in unseren Gremien, zumindest aus meiner Erfahrung, und ich bin da relativ aktiv und kriege auch relativ viel von anderen Fachschaften mit, nicht so. Und das ist eben das ganz Besondere. Also es ist eben dieses Arbeiten zusammen mit Dozenten auf Augenhöhe, ganz besonders wichtig. Ich gucke jetzt nochmal so in die Saalrunde. Hier tut sich gerade wenig. Dann würde ich gerne einfach nochmal auch von Frau Leitschuh wissen, hier hat man jetzt so ein bisschen den Eindruck, Hochschule mit so viel aktiven Studierenden, ja, Katja Specht hat gesagt, vielleicht 300, das wäre dann sozusagen jeder, knapp jeder 60. An unserer Hochschule immerhin, ist jetzt auch nicht so viel, das wäre hoch geschätzt, genau. Ist das trotzdem so ein, ist das der Spiegel der Gesellschaft, was Sie so auf Ihrem Gang durch die unterschiedlichen Bereiche festgestellt haben? Oder ist da Hochschule vielleicht anders? Ist da Hochschule noch mal besonders im Vergleich zu anderen, zu unseren sonstigen Lebensbereichen? Oder passt das so in den Spiegel, den Sie entdeckt haben? Und wenn, was könnte man da vielleicht auch so aus Ihrer Perspektive noch an Hochschule auch anders machen, um sich da noch weiterzuentwickeln, vielleicht in so eine Richtung? Vielleicht gibt es ja Tipps, Tricks, die Sie so in Ihren ganzen Gesprächen mit der Feuerwehr, mit den Sanitätern so mitgenommen haben, was die so machen. Dann haben wir plötzlich beim Team Efficiency demnächst 50 und Sie müssen nicht mehr durch Tortur jedes Semester machen, durch alle Vorlesungssäle mit möglichst hohen Anfängerstudierendenzahlen. Also ob jetzt Hochschule so viel anders ist, also als gesellschaftlicher Mikrokosmos wie die anderen Mikrokosmen, weiß ich jetzt nicht. Also habe ich mir jetzt nicht so intensiv angeguckt, würde aber mal einfach die These wagen, dass dem nicht so ist, sondern dass sich da schon auch vieles widerspiegelt. Was ich halt wichtig finde, ist, dass sich also insgesamt in der Hochschullandschaft ja wir uns wahrscheinlich keinen Gefallen damit tun, mit dieser Exzellenzdebatte. Also dass wir da immer quasi auch schauen, wo sind die Besten und wo gehen die Gelder hin, und sondern dass wir da eigentlich eher wie im Sport eine Breitenförderung bräuchten. Aber das sage ich jetzt mal so ungeschützt, weil ich von diesem Terrain nicht so viel verstehe. Aber das ist das, was ich so mitbekomme. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass Sie hier, dass diese Initiativen, die es hier gibt, nicht nur aus der Studentenschaft entstanden sind, sondern sie werden wiedergespiegelt in der Führung der Universität. Ja? Und sie werden unterstützt und sie werden gewertschätzt. Und ich glaube, das ist das nehme ich jetzt so mit, dass das auch extrem wichtig ist für gesellschaftliches und persönliches Engagement. Also wir brauchen immer auch ein Feedback, ja, für das, was wir tun. Die wenigsten von uns, klar, man verhält sich auch, ohne dass man gelobt wird, sollte man sich anständig verhalten. Ja? Also da war auch keine Kamera dabei, als sie der Dame da die Kette wieder aufgezogen haben. Ich habe keine gesehen. Ja, aber trotzdem, wenn man auf Dauer quasi sich engagieren will, und dann braucht man eben auch eine Unterstützung, ein Feedback und eine Wertschätzung von dem Umfeld, in dem man sich befindet. In dem Fall ist das dann hier die Universität. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt nochmal, jetzt darf ich mich gerade mal ganz kurz noch auf eine Ebene höher begeben, weil von Führung die Rede war, wir ja inzwischen in vielen Stellen in Europa es mit Führungspersonal zu tun haben, die ja ganz bewusst dem Nationalismus, also dem nationalen Egoismus, das Wort reden. Dass wir an der Stelle wirklich schon sehr, sehr aufmerksam sein müssen, wie weit sowas verfängt in der Bevölkerung. Und da habe ich in meinen Recherchen zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel gefunden von einem Bürgermeister in Frankfurt-Oder,
der sich ganz bewusst nicht einlässt auf dieses Bashing der AfD, zu sagen, also das sind die Schlechten, die darf es eigentlich gar nicht geben, sondern der sagt, wenn Menschen sich offensichtlich so an die Wand gespielt fühlen, ja, dass sie denken, sie müssten jetzt Fremde bekämpfen, dann höre ich denen zuerst mal zu. Ja? Was sind ihre Ängste, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Befürchtungen, was sind ihre Wünsche? Und das finde ich eine richtige Haltung. Also sich nicht abzuschotten und zu sagen, da sind die Guten, da sind die Schlechten, sondern dass wir wieder in Dialog miteinander kommen. Ja? Also auch über Grenzen, Meinungsgrenzen hinweg, dass man wirklich wieder miteinander spricht und sich nicht in den Echokammern einigelt, wo man einer Meinung ist, dann ist es immer schön einfach, ja. Sondern auch sich aus der Komfortzone rauszubegeben und zu sagen, lasst uns miteinander sprechen und lasst uns schauen, also wie wollen wir Gesellschaft gestalten, wie wollen wir eine Hochschule gestalten, wen brauchen wir dafür? Wenn es gestattet ist. Ja, ja. Ich fand die Frage natürlich sehr spannend, weil das ist ja eigentlich so das, wo es am Schluss hingeht. Was müssen wir verändern, damit wir eben von diesem Verhalten wieder wegkommen? Das war so auch der Punkt in Ihrem Vortrag, wo ich mir eine Menge aufgekritzelt habe, wie kommen wir da hin? Mit vielen Punkten habe ich natürlich übereingestimmt, mit vielen nicht. Viele waren so, gut, so soll es sein, aber wie kommen wir hin? Ein Punkt, der mir stark gefehlt hat, war zum Beispiel die Wertschätzung. Nicht mehr durch Facebook-Likes zu zeigen, ey, coole neue Frisur, sondern einfach mal mit jemandem sprechen. Aber wie kommen wir eben dahin? Und da würde mich auch einfach die Positionen der anderen interessieren. Was glaubt ihr, nicht nur im Setting der Hochschule oder des privaten Lebens, sondern ganz generell, was glaubt ihr, sind die Schritte, die gegangen werden müssen, um eben zu diesem Punkt zu kommen? Ja, das ist ja wunderbar. Co-Moderation ist immer gut. Das hilft mir in meiner Rolle. Vielen Dank. Aber gerne, ja. Also auch aus dem privaten wie aus dem privaten Lebensumfeld natürlich genauso gewünscht wie aus Ihrer studentischen Tätigkeit auch in den Werkstätten raus, wie Sie das wahrnehmen. Also wie es auch angesprochen wurde, war ja zum Beispiel die Regeln der Eltern. Also ich denke mal, dass ein Hauptteil der Erziehung mit dazu gehört. Also bei uns war es auch immer so mit Bitte, Danke, und mittlerweile kriegt man das teilweise halt auch mit, kommt auch immer drauf an auch. Ich habe aber das Gefühl, es gibt mal eine Generation, da ist es schlimmer, mal da ist es wieder besser. Aber das sind so die grundsätzlichen Umgangsformen einfach, die teilweise manchmal fehlen und dass sich dann sowas rauskristallisiert. Also ich denke einfach nur öfter mal an die eigene Nase packen und sich Gedanken darüber machen, was man gesagt hat oder was man nicht gesagt hat, und einfach ein bisschen an sich arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man... Hört sich jetzt doof an, weil wenn man anderen ein Lächeln schenkt, kriegt man in der Regel eins zurück. Genauso ist das, so, oder so sollte jeder halt auch denken, wenn man im Kleinen anfängt. Das heißt, dass jede Person, fängt damit an. Ich sage zum Beispiel jedes Mal dem Busfahrer guten Tag. Und ich kriege immer ein nettes guten Tag zurück. Das sind Kleinigkeiten und das kostet keine Zeit, das kostet keine Nerven, das verursacht keinen zusätzlichen Stress. Macht aber das Leben ein bisschen angenehmer. Ich glaube, wenn man da anfängt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und denkst du, das ist Erziehungssache? Auf alle Fälle. Kriegt man das auch anders irgendwie hin? Erziehung und ein ganz wichtiger Punkt ist Bildung. Und das ist ein Thema, jetzt nicht unbedingt Hochschulbildung oder Gymnasialbildung, sondern das fängt schon in der Grundschule an, das fängt schon im Kindergarten an. Und das sind ja aktuell die Bereiche, wo enorm Personal aktuell fehlt. Also wir haben unglaublich viele Grundschullehrstellen, die nicht besetzt sind. Wir haben ganz viele fehlende Kindergärtner. Und ich glaube, da ist dann auch die Pflicht vom Staat, da halt einzugreifen und halt mit Bildung und Erziehung, weil Bildung und Erziehung gehen für mich einher. Also auch in Bildung wird erzogen, oder in Bildungseinrichtungen wird erzogen. Und ich glaube, da wäre der erste Punkt, wo man ansetzen müsste, wenn man jetzt von ganz oben her anfangen möchte. Und ist unsere Generation denn jetzt schon verloren? Weil wir sind ja offensichtlich diejenigen, die das nicht genossen haben, und wir identifizieren das Problem ja jetzt gerade. Glaubst du, da gibt es noch eine Möglichkeit für uns, das uns wieder beizubringen? Naja, der erste Schritt ist ja, Probleme zu erkennen, und das haben wir getan. Also verloren ist man nicht, solange man das Problem erkennt. Ich glaube, das ist auch so die typische Arbeit eines Ingenieurs: Probleme erkennen, Lösungswege entwickeln, Lösungsweg durchsetzen, gucken, hat es funktioniert.
wenn es nicht funktioniert hat, wieder vorne anfangen und ansonsten okay dokumentieren. Ja, nein, also ich glaube, verloren sind wir keineswegs. Wir haben das Problem zumindest in großen Teilen zumindest schon mal gesehen und erkannt. Und jetzt ist halt die Frage, welche Lösungswege entwickeln wir? Und genau dafür sind ja dann auch so Veranstaltungen wie hier gut. Ich würde jetzt mal gucken, den Zweier-Dialog wieder so ein bisschen noch kurz zu öffnen. Ich habe gesehen, hier drüben gab es auch noch Regungen, sich zu beteiligen. Also ich glaube mal, dass bei Ihnen gar nichts verloren ist. Ich möchte Ihnen da viel Wertschätzung aussprechen für das, was Sie machen. Ich glaube, das ist meine Erfahrung, wie kommt man dahin? Der persönliche Kontakt ist in jedem Bereich das Allerwichtigste. Eine Wertschätzung funktioniert ernsthaft nur, wenn sie im persönlichen Kontakt ausgesprochen wird. Und Erziehung haben Sie jetzt sozusagen aus Ihrer persönlichen Perspektive sehr mit Elternhaus in Verbindung gebracht. Also all die, die schon viele Jahre im Hochschulbetrieb sind oder im Bildungssektor sind, die wissen, Erziehung geht auch woanders weiter. Und ich glaube, was bedeutet Erziehung? Man setzt Regeln, man vereinbart ein Miteinander umgehen, man setzt Grenzen und das Ganze muss mit positiver Erfahrung irgendwie belohnt werden. Und ja, wenn man merkt, wenn ich mich irgendwie verhalte, dann ist das eine positive Reaktion, die ich bekomme, dann können wir auch später noch, auch im hohen Alter, wie wir es vielleicht sind, noch Dinge lernen, hoffe ich. Ja, das war ja fast so ein bisschen wie ein Schlusswort. Wir haben auch 9 Uhr fortgeschrittene Zeit. Ich gucke mal noch, momentan gibt es auch niemanden hier in der Runde, der noch hier unbedingt sich reckt, eine Frage loszuwerden. Dann würde ich mal sagen, Sie dürfen dem 7 hier aus der Runde einen ganz herzlichen Applaus, denke ich, spenden. Den haben Sie sich alle verdient. Wir haben natürlich wie immer, und jetzt würde ich mal hier ins Team gucken, genau, eine Folie weiter, genau, wir haben, nein, ganz so weit müssen wir noch nicht. Wir haben natürlich immer noch am Ende die Ankündigung, was folgt als nächstes. Wir haben dieses Semester 5 Ringvorlesungen, als nächstes, wo Sie schon bei der Folie waren, genau, als nächstes sind wir in Friedberg wieder, Campus Friedberg, haben wir das Thema die große Transformation, Gesellschaft und Hochschule im Wandel. Wir haben hier auch wieder 2 tolle Referenten. Wir haben Professor Uwe Schneidewind, früher Präsident der Uni Oldenburg, jetzt Präsident eines Thinktanks des Wuppertal-Instituts, der unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung sitzt, die gerade vor 2-3 Wochen ein Gutachten zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit rausgebracht haben und in diversen anderen Gremien. Der wird mit unserem Präsidenten Matthias Willems zusammen diskutieren, wie verändert sich denn Hochschule, wie muss sich Hochschule verändern vor den gesetzten Rahmenbedingungen. Ich denke, das wird eine sehr interessante Diskussion. Und am Ende sehen wir sind auch wieder in Gießen. Dann werden wir dieses Forschungsthema Energiewende im kommunalen Bereich haben mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Gießen und dem Kollegen Lechner, der ein großes Forschungsprojekt begleitet. Also insofern das für die Gießener, die vielleicht nicht bis nach Friedberg kommen und andersrum. Und ansonsten, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt schon selber gemerkt, es sind die Labors, die Werkstätten, die hier mit aktiv sind. Es sind ansonsten zahlreiche Tutoren aus dem Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und weitere, die hier aktiv sind, die eine ganze Menge tun, damit das alles so ist, wie es hier ist. Ich habe verstanden, dass bis gestern Nacht hier arg geschuftet wurde, dass man auch ein kleines Ichling-Erlebnis hatte. Es gab gestern Abend einen Polizeieinsatz, weil ein Autofahrer unbedingt meinte, er müsse die Parkplatzabsperrung, die wir beantragt haben, durchbrechen. Und mit massiven Androhungen, die ich jetzt lieber nicht nachspreche, zumindest der Androhung von körperlicher Gewalt im schärfsten Umfang angedroht hat. Also offensichtlich sind wir gar nicht so weit weg von dieser Thematik, selbst wenn wir so eine Veranstaltung hier machen und alles offiziell richtig gemacht haben. Und also von daher einen ganz herzlichen Applaus mal an alle, die auch noch, die sich hier im Vorfeld und im Nachgang eifrig engagiert haben. Und Sie erkennen die zum Teil zumindest an den THM-Hemden. Naja, und dann haben wir, und wenn Sie jetzt noch einmal klicken würden, natürlich immer die Gelegenheit, jetzt noch draußen im Foyer zusammenzukommen und noch auch Fragen, denke ich, den Studierenden und Referierenden
Referentinnen zu stellen, gemeinsam zu diskutieren, wie ist das denn mit den Ichlingen und wie könnten wir denn als Hochschule auch da noch weitergehen und vielleicht auch in unserem privaten Bereich. Dazu laden wir Sie wie immer herzlich ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sehe ein Kopfschütteln, also ich glaube, wir haben zweimal schriftlich bekommen, dass wir Brezeln und Getränke beantragt haben. Wenn ich es richtig deute, dieses Schütteln, Brezeln, nein, sind nicht angekommen. Auch das passiert trotz schriftlicher Bestätigung. Naja, wir machen es das nächste Mal besser. Ansonsten vielleicht viel Spaß auch noch beim Plausch, beim Austauschen draußen im Foyer. Sagen, ja, gerne. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken und bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, von dem, was Sie berichtet haben aus den Projekten, aber vor allen Dingen auch von der Art und Weise, wie Sie das machen. Also wie reflektiert, selbstreflektiert und mit welcher Ruhe und Gelassenheit Sie da über Ihre Sachen berichten und dass das dann eben auch noch im Verbund mit der Führung der Hochschule passiert. Hat mich sehr beeindruckt heute Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gut, dann vielen Dank und wie gesagt, Austausch draußen im Foyer oder ansonsten einen guten Heimweg, die aufbrechen wollen. Vielen Dank.